Ach stimmt, es gibt erst Showcase, ne? Müsste dir und Videoshows für den Wagen geben, ne? Jo, da, Slideshow. Ist voll geil, du hast das Dia-Show zum echten Auto. Voll geil. Das war bis welchen Need for Speed haben die das durchgezogen? War überhaupt bis U2 das noch so? Need for Speed 4 und 5, also 5 hat es auf jeden Fall auch noch so. Porsche hat auch relativ ihre Autos gefeiert. Aber ich meine, bei Need for Speed 6, also Hot Pursuit 2 war das schon nicht mehr so, oder? Ich kann Probleme lösen, die ich selber verursache, muss ich mal überlegen. Das Problem war nicht das Spiel, ich war das Problem. General Stats gibt's hier noch, Slideshow. Man kann sich den Innenraum angucken, hier. Es gibt eine 360 Grad Ansicht des scheiß Innenraums, man muss sich das mal geben, im Jahre 1999. Wenn du mit dem Mikro auf den Tisch haust, kriegen wir auch einen Schmerz. Ich hau nicht mit dem Mikro auf den Tisch, das war wenn die Maus, da muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Sorry, so. End the Circuit, jetzt können wir endlich fahren. So, wie gesagt, soundtechnisch, gibt mir Bescheid, wenn irgendwas zu leise, zu laut ist, einfach Bescheid geben. Ich kann sich bitte selbst lösen, indem man erstmal selbst Probleme schafft, um sie dann zu lösen. Aber dann sieht, oh ja, guck mal, wie flüssig das läuft. Wunderhübsch. Wir haben eine Cockpit-Version mit dem Pro. Ich würde auch gerne die Sicht wechseln. Warum? Okay, ich habe schon wieder Tasten falsch belegt. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Hör auf, mir Sachen rein zu foschen hier. Finger weg davon. Was ist denn das hier? Warum ist denn Lincoln auf Gas? Ich mache jetzt einfach mit A und B. Wir machen einfach A und B, ist sicherer. Wir machen einfach eine Oldschool-Steuerung. Wir machen einfach richtig schön Oldschool. So. Also alles richtig, ne? Ja. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe exakt genau links und rechts lenken falsch rum eingestellt. Sehr gut. Muss man auch erstmal hinkriegen. So, jetzt. Wir gehen nochmal ins Hauptmenü, weil ich habe nämlich jetzt schon Schaden an der Karre, den ich ungern bezahlen möchte, nur weil ich dumm war. Kacke. So. Ja, wir machen nochmal kurz ein neues Safe. Meine Karre ist nämlich ja schon am Scheiße. Ach Mann, ey. Delete. Yes. Ja, komm weg damit. Ich will doch nur spielen. So. Jetzt nochmal. Mach die Custom-Farbe. Ja, können wir von mir aus machen. Oh Mann, ey. Fängt ja schon gut an, das Let's Play. Junge. Custom-Color, was kann man denn machen? Man kann ja alles machen. Ja, das sieht... Nein, wir machen Geld. Wir machen das jetzt mal. Wir machen jetzt mal keine Custom-Color. Ich eskaliere nicht sonst. So. Kann man auf KMH stellen? Ich kann gerade mal schnell gucken. Warte mal. Da, nee, mit Tachometer Ladesteil ist. Hier kann man schon mal nicht einstellen. Ich glaube, man kann es leider nicht einstellen im Spiel. Nein, man wird es nicht einstellen können. Nee, das ist leider versionabhängig, glaube ich. Schade. So, jetzt noch einmal. Enter Circuit. Der 20.000. Versuch. Wir haben es ja nicht geschafft. Eigentlich schon. Sollte gehen. Okay, da wüsste ich nicht wo. Ah, Rennen fahren. Oh, wir lenken richtig, ja. Soll ich noch Gas geben, was wir auf die Kette kriegen? Jetzt muss ich nur wieder finden, wo ich die Sicht hingeballert habe. Warum machst du da jetzt plötzlich Licht an, aus auf der Taste zum Geier? Button D. Ich hätte gerne Sicht wechseln. Camera View. Zack. Dankeschön. Licht kam von mir aus auf L. Danke. So. So. Leider sind die Kamerasichten außen ein bisschen scheiße im Spiel, also es ist okay so. Ah, sehr schön, es funktioniert endlich. Wir können Need for Speed 4 brennender Asphalt spielen. Wir müssen darauf achten, wie gesagt, Schaden gibt es und den wollen wir möglichst vermeiden, weil wir haben echt keine Knete momentan. Ihr seht oben rechts, das Geile ist, es gibt sogar technische Schaden. Es gibt sogar technische Schaden. Und wenn die Karre zu viel Schaden hat, dann fährt er sich scheiße. Ich glaube, jeden Stream die Controller noch einstellen. Dann werde ich aber vorm Stream diesmal machen. Aber ich will dich nicht ran, bitte gehen Sie weg. Grafisch ist das leider auch schon das Maximum. Need for Speed 4 war jetzt nicht das schön. Also 1990 war das Spiel brutal schön. Aber leider, ja, 2019. Aber muss man denken, das Ding ist jetzt 20 Jahre alt. Das ist schon krass, ey. Ja, das Fahrwerksverhalten der Fahrzeuge damals war ein bisschen, ich sag mal, anders. Wenn SDK sich so verhalten würde, ich glaub mir, ich wäre schon direkt wieder nach Mercedes reingerannt, ich würde den Wagen gerne zurückgeben. Da ist irgendwas kaputt gegangen, glaube ich. Da ist irgendwas mit meinem Auto nicht in Ordnung. Das kann nicht sein, das ist ganz normal. Also SDKs hängen alle durch.
Ja, und Sprünge machen die Karre kaputt. Und die Maps haben Sprünge. Das ist ein bisschen von den Entwicklern leicht asozial. Der Handling kann man auch besser verbessern, weil es gibt ja Feintuning. Das fällt sich direkt wieder so geil. Ich bin direkt wieder drin. Ich habe wieder richtig direkt Bock drauf. Ich mag das Spiel. Hier kann man auch ein bisschen abkürzen, wenn man es drauf anlegt. Also man kann es natürlich auch voll verkacken, die Karre dabei zerlegen. Machen wir jetzt mal nicht. Hoffen wir mal. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Damals hat man das voll gefeiert, als ich damals Need for Speed 4 gespielt habe. Ich war ja damals noch sehr jung und knackig und gut aussehen. Knackig und gut aussehen bin ich immer noch, aber nicht mehr jung. Aber auf jeden Fall, das hat man damals schon gefeiert. Also damals war das schon sehr krass. Also damals war das schon wirklich sehr, sehr krass. Das war schon Next-Gen-Scheiße. Man hat sich damals gedacht, wie haben die das hinbekommen? Warum sieht der SLK so aus wie der vom Nachbar? So in echt? Mein Nachbar hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt SLK. Gefühlt haben meine Nachbarn immer dann nicht ausgewechselt, wenn neues Need for Speed rauskam. Als Underground 1 rauskam, hatte ich mit meinem Sohn vom Nachbarn Peugeot 206 gekauft. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Zusammenhänge war. Ich weiß nicht, ob die damals mit EA zusammengearbeitet haben, so Werbeplatzierung. Die habe ich irgendwie beeinflusst, glaube ich. Aber noch geiler ist ja Need for Speed 5 Porsche. Ah, fuck, das war sehr gut. Das sollten wir nicht. Aua, Scheiße, das sollten wir nicht nochmal wiederholen. Kacke. Need for Speed Porsche ist auch Bock. Da habe ich auch mal ja Bock drauf. Da werden wir auch nochmal einen Stream zu machen. Need for Speed Porsche werden wir natürlich auf jeden Fall auch mal streamen, weil. Auch ultra geil. Need for Speed Porsche ist auch ultra geil. Da lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Dein Sohn vom Nachbarn. Ich meine, den Sohn vom Nachbarn, nicht dein, mein Sohn. Damals wäre das schwierig gewesen. Ich hab auf jeden Fall weiter gefickt. Just kann man auch mal machen. Wir wollen grundsätzlich mal ein bisschen in den Streams, ein bisschen so retro, mal ein bisschen zurückschauen, ne? In die Rennspiel-Historie. Da gibt's ja so viel. Oder einiges zumindest. Ich hack richtig durch die Street, yo man. Vollgas! Geht irgendwann nicht mehr Vollgas, wenn wir ein Auto haben, zu schnell genug sind, dann tut das nämlich böse wieder Vollgas durchzuhämmern. Vermeiden wir dann besser. Aber es ist geil, ich kann immer noch die ganzen Strecken. Also ich kenne die Strecke noch komplett auswendig. Ey. Das ist jetzt schon eine Weile her, seitdem ich gespielt habe. Und konsequent wird immer die Handbremse gezogen, wenn man durchs Ziel fährt. Immer. Sieht gut aus, der SLK. Voll nicht kaputt gemacht. The Space to Continue. Ich kann ihn jetzt auch mittendrin reparieren, rein theoretisch, ne? Oha. Das Geile ist, egal, wenn du hier auf Repair drückst, das ist wie so, ich zeig's dir am Ende nach der Meisterschaft, ich repariere jetzt noch nicht, weil jetzt lohnt sich noch nicht. Das ist wie so Softbody, der ganze Wagen bläst sich wieder so auf, das ist wie so ein Ballon, der kaputt gegangen ist, den du wieder heile machst. Aber machen wir jetzt noch nicht, weil wir kriegen noch ein bisschen Schaden dazu, deswegen nehmen wir den einfach direkt mit. Wir gehen auf die Landstraße und dann Route Andorf. Könnte auch Adolf heißen, aber es ist Andorf. Ist die lange Story lang, aber kurz. Need for Speed 4 ist eigentlich relativ lang sogar. Weil es sind sehr lange Rennen zum Teil. Das ist halt dieser typische Need for Speed-Effekt von damals. Ah, wir haben sogar einen KMA-Tag und deswegen kann man es umstellen. Danke an der Epilogie. Wir kommen im 12. Monat, ein Jahr vorher. Dankeschön für den 12. Reset. Moin, moin. Wir haben KMA-Tag. Es ist ein MPH und KMA-Tag. So kann man sich natürlich als Entwickler das MPH-KMH sparen, wenn man einfach einen Tag mit beiden macht. Alle wisst ihr Bescheid. Oh, fuck. Gut, dass die Wiese so gar kein. Ja! Danke! Hallo! Sympathisch! Gut, dass die Wiese so gar keinen Magneteffekt hat. Wir sind jetzt letzter, wir haben richtig viel Damage gekriegt, unsere Karre da auf der Seite. Entspannter Einstieg eigentlich. Ja, man kann digital anzeigen. Ja, digital gibt's das halt. Warte, ich kann das mal kurz gucken, ob das geht. Man kann auch das Head-Up-Display digital machen. Da, Tacho, Large Styles, wo war das nochmal? Hier geht's, da, Speed. Hier geht's gerade nicht, das muss ich gleich im Hauptmenü machen. Da kann man es auch machen. Man kann auf jeden Fall digitale Tachos machen. Danke an Lull 2006. Willkommen bei Noobs. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Danke dir. Aber kann man machen. Alter, ja, nicht gegen die Laterne, bitte. Bitte. 10 Sekunden Vorsprung hat der Ref. Ja, geil. Läuft richtig gut, der Einstieg.
immer gerne wieder. Das Spiel lauter als ich? Wenn ja, sagt mir Bescheid, dann mach ich's leiser. Ich hab sie keine Beschwerde, deswegen frag ich. So in der Wiese sliden. Nun brauchen wir Spachtel und Sandpapier. Und vielleicht ein Hammer. Spiel bissel. Dann machen wir das Spiel ein bissel leiser. Warte mal schnell, ist das schnell gemacht. Es hat sich auch wieder hochgedreht. Machen wir es mal ein gutes Stück leiser. So. So, jetzt dürfte glaube ich ein bisschen besser passen. Ein bissel. Jo, Hackspressiv ist wieder am Schlüssel, der haut ihm wieder Gifts ab raus. Danke dir, mein Bester, dankeschön. Ja, auf der PlayStation 1 kann man das ja auch spielen, ne? PS1 gab es das damals, ja. Stimmt ja. Ich finde das Fahrverhalten der KI-Gegner so geil. Die sliden halt so hin und her, als würden die gerade Schlittschuh fahren da vorne. Guck es mal an. Dieses Fahrverhalten, das gab es auch bis Need for Speed. Ja, bis Need for Speed 5 gerade noch so. Dass die Autos so ganz komisch vor dir auf Glatteis rumrutschen. Die einfach so von jetzt gleich ihre Spur wechseln. Guten Tag, darf ich mal den durch? Dankeschön, 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 Dankeschön. Hallo, sag mal, ja, wechsel dann einfach deine Spur auf innerhalb von 2 Sekunden. So, sind wir schon mal wieder Zweiter. 10 Sekunden haben wir mal entspannt reingefahren. Jetzt sollen wir in der Runde 2 vielleicht nicht genauso viel Scheiße bauen, dann wäre das sehr gut. Guten Tag, Dankeschön. Oh, ich glaube, ich habe mich fast gekillt. Da ist ein Hahn aufgewacht. Der Hahn in der Pfanne verrückt. Das ist der Hude in der Pfanne verrückt. Oh, keine Ahnung. Jetzt ist das Tier in der Pfanne. Ne, egal was da rein aus, haut in die Pfanne, weil er wollt. Es wird wieder verrückt gehauen. Wie ist das Handling? An sich komischerweise gut. Es ist halt damals schon ein Arcade Racer gewesen. Deswegen geht es auch im Jahr 2019, finde ich, noch voll klar. Klar, es ist ein bisschen am Rumschwimmen. Und es ist natürlich jetzt nicht das Handling, was man aus dem Jahr 2019 mittlerweile kennt. Also Forza und sowas. Aber ich finde es relativ leichtgängig. Klar, man kann Kurven mit 160 fahren und sonstiges. Das ist natürlich jetzt weit von dem, was man mittlerweile gewohnt ist. Also man spielt Ridge Racer oder sowas. Zack, da rum, seht ihr. Ich brauche nicht mal eine Bremse, muss ich mich drauf anlegen. Ich kann einfach in die Kurve schmeißen, geht's auch so. Wow, wow, wow. Polizei gibt's auch, ja, es gibt Polizei. Man kann auch selber Polizei sein. Hatte ich schon mal erwähnt, dass das Spiel den aktuellen Need for Speed immer ein bisschen was voraus hatte? Ich betone, wir sind 20 Jahre in der Vergangenheit. Au, die gute Luck. Danke an Puma für ihr Willkommen im 6 Monate Prime. Danke dir für den Restart, dankeschön. Wie findest du die Fahrzeugauswahl bei Heat? Bei Need for Speed finde ich eigentlich echt in Ordnung. Also so wie sie momentan ist, finde ich sie gut. Es könnten noch ein paar mehr Oldschool-Autos und ein paar langsamere Autos rein, meiner Meinung nach. Solange man halt ein bisschen die Tuner noch ein bisschen, ich sag mal, mit kommenden CarPix erweitert, bin ich eigentlich recht zufrieden. Es sind ein bisschen zu viele Sportwagen, aber ich kann damit noch leben. Ne, der Bodyschaden hat Effekt, ihr seht es oben rechts. Also der Body, okay, der Bodyschaden nicht. Ich glaube, der Bodyschaden hat, glaube ich, keinen Effekt, aber durch den Bodyschaden kommt halt der restliche Schaden zustande. Ich überall nur Handbremsen, so in die Kurve rein. Handbremse, Handbremse, Handbremse. So, letztes Rennen. Router Andorf. Wir reparieren immer noch nicht. Das machen wir gleich schon am Ende. Das wird auch lustig. Das ist so eine schöne Strecke, wenn du wieder meinst, hier zu schnell zu fahren. Es gibt viele Strecken, die dir die ganze Zeit so das Gefühl geben, so, ich könnte noch schneller. Und eindeutig sagt dir die nächste Betonmauer oder Ziegelmauer oder Mauer des Vertrauens. Nein, kannst du nicht. Der Aufwärmschaden ist richtig scheiße, wenn du den zu viel hast. Das Ding fährt sich wie auf rohen Eiern dann. Oder zieht nach links oder rechts. Und mit Motorschaden ist halt kacke, weil die Karre langsam wird. Hoppala, kurzes Standbild. Weil die Karre halt einfach nicht mehr die Leistung hat. Das ist momentan am Anfang noch egal, weil die KI jetzt noch am Anfang relativ easy ist. Das wird zum späteren Spielverlauf teilweise aber ganz schön heavy sogar zum Teil. Spätestens wenn du in die Rennen kommst, wo es dann um Pinkslip geht, also wo dann eben Fahrzeugpapiere fährt. Was super krass das gibt. Ist ja momentan nicht mehr drin, weil wir wollen ja nicht, dass Spieler dann Fehler machen, außersehen, Pinkslip-Rennen fahren, dann die Auto verlieren. Ja, das ist halt so doof gelaufen. Wenn sie nicht lesen können, sind sie selbst dran schuld. Also ist wirklich so einer der Gründe, glaube ich, warum Need for Speed momentan kein Pinkslip-Rennen hat, weil eben wir wollen ja nicht, dass ein Spieler, der lange auf sein Auto gespart hat, das innerhalb von Sekunden verlieren kann. Ja, aber das ist ja der Sinn vom Fahrzeugscheinrennen. Irgendwie.
Ja, Mittwochs gerne. Ja, genau. Wenn dann Leute noch mal reinkommen, ist gut. Alter, schalt doch bitte zurück, Spiel. Manuell gab's, glaube ich. Doch, man kann manuell spielen, meine ich. Ich meine schon. Wir sind in der 99. Need for Speed hatte alles, was man heutzutage haben will. Da kommt mir das nicht mal mehr auf. Da funktioniert sogar der Tacho. Holy shit! Okay, ich schmeiß die Karre, glaube ich, im Tacho. Ich finde die Cockpit-Sieben nebenbei sehr geil. Klar, wir haben keine Seitenspiegel, keinen Innenspiegel und alles andere ist Texturmatch des Todes, so ungefähr auf GTA 3 Niveau, aber alles cool. Das Geschwindigkeitsgefühl ist ganz schön scheiße gut. Holy fuck! Danke an Bayern Spezi, Dankeschön und Spezl, Dankeschön für dein 2-monatiges Prime Sub Abo, danke. Prime Sub Abo. Ja, dein Abo. Wer kennt es nicht? Danke dir auf jeden Fall. Mann, ey. Alter, das Geschwindigkeitsgefühl ist scheiße gut. Fuck, fühlt sich noch schneller, aber 160 Sachen. Richtig gut, ey. Wow, ich finde halt geil, wie die Kamera bei der Sicht das wieder rauszoomen muss. Du hast jetzt die Sicht hier, dann hast du die und die Kamera so, hoppa, bist wieder raus. Ist keine eigene Perspektive, sondern ist halt wirklich so ein Zoom. Ja, Koppel, wünschen sich doch viele. Das Recht, weil es ja eigentlich schon, also es gibt ja, der Innenraum ist ja so gut modelliert, dass es locker machbar wäre. Außer man muss halt nur die Tacos animieren, aber sonst. Ne, GTA 3 wäre ich nicht so. Ja, GTA 3 habe ich wirklich damals nur bei Freunden gespielt. Ich habe GTA 3 nie selber gespielt, muss ich sagen. Also ich hatte es nie selber. Okay, war immer so ein Spiel, wo du zu Kumpels gefahren bist, das damals gespielt hast. Total verwundert warst, wie krass das so ist. Dasselbe ging von GTA San Andreas, bis meine Mutter mir das weggenommen hat, weil ich einen Cheat-Zettel mit Gegner-Eliminieren rumliegen lassen habe. Naja. Zurückschalten, danke. Wurde was in Need for Speed an der Kamera geändert? Inwiefern meinst du? Ich wüsste jetzt nicht gerade, was du meinst. Oder was meinst du genau? Street League Racing Redline finde ich leider gar nicht so geil. Weil das Spiel ist irgendwie meh. Ist also rennfahrtechnisch, das Gameplay. Also an sich, der Umfang ist cool und die Ideen dahinter, aber ich mag das Handling und das ganze Fahren halt überhaupt nicht. Da kriege ich schon leichten Würgereiz. Alles gut, volle Kontrolle. So, das erste Turnier haben wir gleich abgeschlossen, Leute. Gibt's die großen Moneten. Okay, außer ich zerlege den SLK vollkommen, dann gibt's keine großen Moneten, weil die Game ist sofort wieder aus. Wann weiß man, hat krassen Schaden, wenn das Kennzeichen weg ist. Okay, eigentlich müsste es nichts gerne davon sein. Dann hast du die Actioncam an. Es gibt eine Actioncam bei Need for Speed immer noch. Dann hast du die außerdem noch ausgewählt, weil die funktioniert so. Da musst du mal durch die Kamera durchschalten. Ja, die Mods weiß ich ja für Need for Speed, dass die gibt für Heat und Payback. Für Cockpit, aber die macht halt keinen Sinn, weil die Cockpit-Stiebe nicht richtig animiert ist. Also noch macht es keinen Sinn, weil es immer noch komisch aussieht. 5000er gewonnen, geil. Ich glaube, ich habe mehr am Schaden in der Karre, als dass sich das gelohnt hat. So, back. First space to continue. Okay, erst einmal gewonnen. Wir haben jetzt 10.000. Unser Wagen ist vollkommen im Arsch. Dieselben Strecken nochmal, also fast dieselben. Hier gibt es aber 10.000, nur hier. Eieiei. 8.300, komm, machen wir einmal reparieren. RIP. Kurz die Luftballon wieder aufblasen. Zack, da ist er wieder heile. Sehr schön. So, nächstes Turnier. Wir können uns eh noch kein Auto leisten, deswegen weiter geht's. Ja, genau, seine eigene Kamera an sich, genau. Ja. Die Action-Cam aus Need for Speed 2015, die sie darüber genommen haben. Ah ja, okay. Danke, Tobias, hast recht. Es ist ein anderes Wetter. Es regnet. Mod-Videos kommen noch zu Need for Speed weitere. Ja, ist geplant. Wie weit ich das zu weit treibe, muss ich mal gucken, weil ich will es mir auch nicht mit Ghost Games verscherzen, indem ich da Videos zeige, wie ich deren Spiel kaputt mache, aber ich guck mal, wie weit ich das treiben werde in Videos. Wir schauen mal. Naja, es gab auch Regeneffekte damals im Jahr 99 schon. Ich sag's nicht. Ja, die haben auch Effekte aufs Fahrverhalten. Holy shit. Haben wir auch Scheibenwischer? Nein, aber nicht. Und, aber wir haben Seitenspiegel. Okay, dann habe ich mir den abgefahren. Hoppala. Meine Blinker sind beide am Leuchten. Warum? Und meine Reservelicht ist auch an. Irgendwie leuchten alle meine Lämpchen, die nicht an sein sollten. Oh ja, ich mag die Cockpit-Liebe in Need for Speed 4 irgendwie mega gerne, weil dieses Rennen fühlt sich einfach so viel schneller und dynamischer an.
Weil von außen wirkt es einfach so, als wäre mein Fahrwerk kaputt. Oh, fuck, ist das rutschig. Aua. Fuck, ist das rutschig. Scheiße. Junge. Holy shit, ey. Nur ist ein bisschen nasser, ne? Ist ein bisschen hier rutschte. Ja, genau. Ein paar Sachen weiß ich, dass Ghost Games gefickt hat. Copcast kriegst du zum Beispiel momentan nicht mehr. Irgendwas andere werden es auf Dauer angehen. Nee, du kannst nur Heat auf PC bauen, natürlich. Yay, Sprung! Ich sehe schon, dass ich die Karre gleich so kolossal zerlegen werde, weil ich sie meine, wieder ans Limit zu treiben. Aber es macht viel zu viel Spaß, das Limit auszuloten. Gib ihm! 160 Sachen durchs Dorf! Nächste Kurve kriegen wir auch voll. Ich glaube mehr. Jetzt hier vernünftig. Aber nicht ganz voll. Ich gehe mal kurz zum Gas. Gehen wir hier durch. Und wieder drauf. Ja, sehr gut. Welche Perspektive habt ihr lieber? Von außen oder von Cockpit? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren, weil dann suche ich nämlich die aus, die ihr lieber haben wollt. Mal so, mal so. Oh, shit! Da links am Baum, stimmt, kommen wir vorbei. Außenansicht. Okay, oh, wir haben unsere Rücklichter schon kaputt. Naja. Problem ist, die nähere Außenansicht ist voll für den Arsch, weil die ist halt so tief, dass du deine Stoßstange die ganze Zeit. Aber komm, wir fahren die jetzt mal. Ist egal. Nehmen wir die jetzt mal. Ich möchte betonen, die Fahreranimation war damals schon krasser. Der Fahrer hat viel mehr gelenkt als heutzutage. Genau, wir brauchen wirklich, wenn die Gegner weit weg, weit genug im Fernsehen sehen, sie die eh nicht mehr. Haha. Ah. Oh, weit haben wir es nicht mehr. Ich werde mal bei der einen Strecke da probieren, links am Baum zu fahren, weil da kann man wirklich da eigentlich komplett mit Vollgas durch. Wir werden es auch probieren. Wenn ich gerade bei zerlege, ist halt doof gelaufen. Wir haben ein bisschen Geld verschwendet, aber man muss auch mal Einsatz geben für den Rennsieg. Bei 11 Sekunden folgt mir eindeutig nicht genug. Dann mach ich die linke auch noch aus. Warte, ich drifte kurz mit der linken Seite in die Mauer rein. Da ist das Spiel so gut funktioniert, so kontrolliert. Ja, ich habe nur Parklicht an, versteht sich. Ja, vorne links. Okay, ich hab's genau falsch gemacht, kaputt. Vorne links ist kaputt. Jetzt fahren wir hier innen am Baum vorbei. Ah ja, gut, da geht's wirklich voll. Okay. Ganz vergessen. Ja, gibt das B4 hat wirklich einen ultra guten Umfang, muss ich echt sagen. So. Nächstes Rennen. Wieder Route Andorf. Gehen jetzt mal ein bisschen flotter durch. Wir machen mal ein bisschen hier. Kleine Speedrun, das ist kein Speedrun. Ich will mich jetzt hier nicht auf Kugelniveau ruhen, das klappt nicht. Oh, schönes Wetter, sehr gut. Ja, Mods gibt es auch noch auf, also stimmt. Gibt oder viele Autos reinmodden. Weil die Autos für die Mod-Autos brauchen halt eine super krasse Auflösung, ne? Weil, das ist doch ehrlich, viele Polygone gibt es hier nicht. Die Ansicht darf ich ein bisschen weiter weg. Das krieg ich vielleicht wahnsinnig. Das Auto die ganze Zeit so in der Fresse hängen hab. Obwohl, ist aber irgendwie schon die bessere Ansicht, ne? Ja, ist egal. Nehmen wir die, komm. Ich sehe zwar nicht, wo ich hinfahre, aber für den Booty-Effekt. Ja, meine ich ja. Jetzt am Anfang ist das Spiel wirklich noch sehr einfach. Ne? Man muss erstmal zu dem Punkt kommen, wenn das Spiel richtig loslegt. Ey, dann kriegst du richtig halt auf den Sack. Ich habe es damals auch nicht weitergespielt, weil ich bei eigenem Pinkslip-Rennen so auf den Sack kriege, dass ich am Ende keine Haus mehr hatte. Aber ja. Kannst du zurückschalten? Nimm den dritten Gang. Wie wäre es? Dritter Gang? Dritter Gang? Hallo? Wir sind gleich beim Motor aus. Stimmt, Razer gibt es ja auch bei Nipos 4. Jo. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja.
Also wie viel Aufhängenschaden wir schon haben, allein durch Kacksprünge, weil die Karre halt gefühlt jedes Mal die Klippe runtergeworfen wird. Hier, bam, so wie viel Damage das macht, ey. Fährst ja ganz normal ein Rennen und kriegst nur auf den Sack dafür. Also sie wollen das Rennen richtig fahren. Schade. Nicht unser Problem, hier ist Schaden. Nehmen Sie ihn. Sonnenangebot. Da ist heute besonders, wie krass die Karre in den Positivsturz in Kurven geht. Da guck ich mir die Hinterachse an. Da sieht aus, wie wir jedes Mal die Hinterachse brechen bei der Kurvenfahrt. Wow, wow. Stimmt, der eine Gegner ist Mr. Game, dann haben wir Fat Cat, Hombre, Bully und McG. Das sind alles extrem gute Namen. Ich muss sagen, vorne war eine Apotheke. Ja gut, dann kann man ja auch ein bisschen schneller hier durchfahren. Ne? Haben wir direkt alles vor Ort, das ist ja wunderhübsch. Schalt doch zurück, Mensch! Theoretisch kann ich Need for Speed mit gemalten Autos online spielen. Ja, ich vermeide es aber. Weil sobald du im Singleplayer bist, ist es nicht so auffällig. Mit Spieldateientechnisch kriegt das Spiel das auch nicht mit, weil es sich abfragen kann. Also rein theoretisch geht's, ich weiß nicht, weswegen gebannt ist, ich werde es nicht machen, ich werde damit nicht online spielen. Wenn ich online spiele, werde ich die Autos wieder aus meiner Garage entfernen. Jetzt normal in den Space werde ich die Autos noch drin lassen, weil ich spiele immer Singleplayer, deswegen ist es eh egal. Aber wie gesagt, natürlich für Multiplayer, wenn ich online spiele, werde ich die Autos voraussichtlich entfernen. Weil ich will einfach auf sicher gehen, dass da nicht mein Safe Game oder mein Account flöten geht. Großer Sprung, schön gerade. Man kann auch nicht gerade fahren. Es gibt nur fahr links oder fahr rechts. Ich finde mit dem Stick keine Stellung, wo das Ding mal geradeaus fahren würde. Wir haben immer links oder rechts dran. Das kann nicht an meiner Aufhängung liegen. Das macht der Wagen die ganze Zeit schon. Was mich gerade interessiert. Ach, ich wollte gerade fragen, warum die gelben und blauen Namen haben. Stimmt, ja, damals war das ja so, dass die Gegnernamen die Farbe hatten des Fahrzeugs. Deswegen ist meistens auch gelb. Oh, Alter, yo. Schön, da hat die Lenkung gar nicht blockiert. Danke, Spiel. Ich wollte bremsen und das Spiel hat gemeint, okay, wenn du jetzt Gas gibst und bremst und noch längst geht, kann ich gar keine dieser Wähle mehr ausführen und es geht aber nur noch geradeaus. Ganz vergessen, wir sollten nicht zu viele Tasten gleichzeitig drücken. Wir sind nicht im Jahr 2019, wo Spiele damit klarkommen, wenn ich das tue. So. Gut, letztes Rennen, Durham Road. Die sind wir noch nicht gefahren, das ist eine neue Strecke. Das ist neu. Weil ich ein bisschen in Großbritannien angesiedelt, ne? Sieht auch noch scheiß Wetter aus im Hintergrund. Okay, doch kein scheiß Wetter. Oh, die Strecke, diese Strecke mag ich voll gerne. Ich mag die mega gerne, weil du diese Telefonleistung hast. Wir müssen unser Dach mal aufmachen. Wir haben eigentlich ein SDK, ich muss das Dach mal aufmachen. Das geht nämlich auch. Müssen wir gleich mal machen. Wir müssen mal in der SDK auch mal offen fahren. Wir müssen mal ein bisschen zu deinem Roadster stehen. Ich erinnere mich, wie ich hier damals echt sauer durchgefahren bin, weil du kannst ja nicht hier einfach durchhämmern, wenn du es richtig anstellst. Hallo, ich habe mich nach links gelenkt, Spiel. Fahr bitte wieder geradeaus, dankeschön. Oh Gott sei Dank, gar nicht viel Damage an der Karre. Wieder unser ganz schönen Gewinn komplett in die Tonne kloppen. Jaha! Hier müssen Porsche wieder mal auch mal spielen. Ja, ist auch fest auf der Liste. Hier müssen Porsche ist fest auf der Liste. Da hinten links mein Allrad ist so hart am Eiern. Das spricht für ein sehr gutes Ansprechverhalten bei Heckantrieb, wenn die eine der Reifen meint, einen komplett anderen Lauf zu haben. Also gefühlt nur 5 Kilometer weiterläuft, weil er halt einfach jedes Mal in die Luft springt. Das ist auf jeden Fall gesund. Und wieder Sprung, um die Aufhängung zu ficken. Ja! Wuhu! Bam! Noch mehr Sprünge, komm! Ich will noch mehr die Aufhängung kaputt machen. Die ist doch nicht kaputt genug. TDU 1 habe ich sogar mit Platinum. TDU 1 oder TDU 2? TDU 1 Platinum habe ich sogar auf dem Brecher drauf. Also wartet mal ab. Vielleicht kommt da was. Vielleicht machen wir mal ein Stream-Let's Play dazu. Gucken wir mal. Vielleicht. Mal die Augen aufhalten, Leute. Heute gab es einen Need for Speed Classic Day. Gucken wir mal, was es Sonntag gibt. Also, ich habe jetzt nicht damit TDU 1 angekündigt, aber es ist auf jeden Fall in der engeren Liste. TDU 1 Ultimate habe ich mir schon gemoddet auf dem Rechner drauf. Also, so ist es nicht.
Ich muss mal gucken, ob alles funktioniert davon. Ich habe es noch nicht getestet technisch. Ich habe es nur schon mal installiert. Aber mal gucken. Können wir gerne mal die Augen lang aufhalten. Hast du mit Blame Painter Kontakt, also nicht persönlich direkt, sondern über das Game Changer Gedöse mit Ghost Games zusammen? Also wir sind immer mal gemeinsam am Schreiben, bla bla, sowas halt. Jetzt nicht freundschaftlich oder so, aber man kennt sich auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wir sind uns beide auch relativ, sagen wir mal, sehr gut gegenüber, weil wir beide, was Need for Speed hat, eine sehr, sehr ähnliche Einstellung haben, was so unser perfektes Need for Speed wäre, was wir haben wollen und allem drum und dran. Also, ich bin mit ihm sehr einig, was Need for Speed angeht. Deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch halbwegs gut. Also soweit. Wir streamen können auch auf YouTube, ja. Als VOD kommt ihr natürlich auf den VOD-Kanal. Link und dann streamen. Könnte eigentlich also da nochmal Nachricht geben, außer die YouTube-Codierung macht das Ding vollkommen viel Tonne. Also wartet nicht zu viel Qualität, weil ich sag mal, das Bild hier, das YouTube das doch rettet, ich bezweifle hart irgendwas. Ich möchte da jetzt nicht zu viele Erwartungen schöpfen. So, Turnier geschafft, nice. Sehr gut. Sehr gut. So, 10.000 haben wir bekommen, nice. Das hat sich gelohnt, das gab jetzt mal ein bisschen Cash endlich. Juice 1 müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwann mal spielen. Juice 1 hat so ein bisschen seine Schwierigkeiten wegen Handling. So, wir haben die European Tour aber frei. Jetzt gibt's schon, das klingt so als wäre das Finale schon, die High Stakes Tour. Oh, wir haben ein Pixelbrenner dabei. Ja, nice. Wir haben einmal ein 4-Strecken-Turnier, 5-Strecken-Knockout-Turnier. Gibt's auch mittlerweile nicht mehr den Modus. Und, wir machen das schön in der Reihenfolge, weil ich will nichts riskieren. So, erstmal gucken wir mal ganz kurz, wie wir das Dach nicht mal aufhaben, weil da, top-down, perfekt. Was kosten eigentlich andere Autos? Ich will mal gerade gucken. Wir gucken mal kurz. Garage. Die Garage, wo kaufe ich ein Auto? Was bei Garage? Showcase inzwischen. Ne, hier nicht. Hey, wo kaufe ich ein Autos? Show, da. Da kaufe ich Autos. Was kostet denn ein A-Klasse-Auto? 50, ah ja, hups. Wir haben jetzt B. Dann wird ja A. Ja, A wird das Bessere sein, ne? Ja, A ist die nächste Klasse, die anstehen würde. Ihr seht auch die ganzen Polizeiautos. Die kann man natürlich nicht kaufen. Corvette wäre schon geil. 50.000. Camaro. Pot Nessie, das Ding da. 30. XKR. 40. Firebird. Auch Pot Nessie. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, gibt mir 5. So, dann machen wir das nächste Turnier erstmal. Erstmal kurz die Karre wieder reparieren für entspannte. Wie viel kostet diesmal? 1000 mal wieder. Tschüss. Einmal wieder mal kurz aufblasen, die Kiste. So. 4 Strecken aber wieder. 15.000 gibt es am Ende. Das ist doch schon ganz nice. Ah, das gibt auch, kostet auch mittlerweile 1.750 ein Startgebühr. Gibt auch direkt mal wieder schön Geld auf den Tisch legen. Hier. Nachtrennen. Geil. MK5 Super Body Kit, Street Hunter mit Abstand. Ich finde das Rocket Bunny leider gar nicht geil. Es gibt stört mich vieles dran. Deswegen wenn Street Hunter. Need for Speed 4 kann ich doch mal empfehlen nachzuholen. Klar ist jetzt nicht auf dem aktuellen Tanzstand der Technik und bla bla bla. Aber wenn man mal ein bisschen so in der Freizeit ein bisschen zocken will, kann ich Need for Speed 4 echt empfehlen. Macht Laune, das ist ein schöner Arcade Racer. Need for Speed 3 war dein erstes Need for Speed. Warte mal kurz. Wo hab ich denn liegen? Warte. Ich auch rumliegen, die Disc hier. Da, wenn man es lesen kann. Man kann es nicht lesen, weil er alles rauskodiert, weil die scheiß CD natürlich blau ist. Aber immer steht da oben, ich weiß nicht, kann er das irgendwie rausfiltern? Nein, kann er nicht. Das ist. Aber über Need for Speed 3 Hauptpursuit CD. Need for Speed 3 fand ich leider nie so geil, muss ich leider sagen. Ich hab's auch zu spät gespielt. Dankeschön mal für die 2 Euro. Ich lese gleich vor, ne? Alles gut. Bitte entschuldigen, dass ich das Namenrennen mache, weil ich habe leider keine Pause-Taste auf Kontrolle. Ich muss jetzt mal auf die Tastatur hämmern. Ich lese gleich vor. Danke dir auf jeden Fall. Ich
damals war das mein Fehler, weil Lukas war damals dumm und konnte nicht richtig lesen. Ich hatte Need for Speed Hot Pursuit 2 schon. Ich fand's okay. Ich hab's danach anders gemacht, als gespielt, das war dumm, weil Need for Speed Hot Pursuit 2 ein ultra lange Rennen aufwartet. Auf jeden Fall, ja, hab ich geguckt und dann hab ich halt bei uns im Laden gab es Need for Speed 3 Hot Pursuit. Ich hab aber gedacht, das wäre Need for Speed Hot Pursuit 3. Ich dachte, das wäre so ein Nachfolger. Der hat das klar vorne natürlich, aber wusste ich natürlich damals noch nicht. Gab ja kein Internet. Also gab's schon, aber war teuer. Hallo, könnte ich jetzt mal vorbei? Alter, blöder Arsch, ey, Hilfe! Auf jeden Fall, ja, war's teuer und ich hab's halt dann einfach, hab's mir halt einfach geholt, das ist der dritte Teil. War's nicht. War dann enttäuschend, weil es halt scheiße aussah, weil jetzt Need for Speed Hot Pursuit 2. Weil halt drei Teile dazwischen lagen. Need for Speed 3 und Need for Speed 6 ist halt ein Unterschied, ne? Hallo, schalt doch zurück, Spiel! KI ist schon ganz schön zügig jetzt, kann das sein? Also ich meine ja nur. Hätte ich schon upgraden ein bisschen rein theoretisch? Das hätte sein können, ne? Ich kann das schon nicht upgraden müssen. Und man kann ja auch Leistungsupgraden so einbauen. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das Spiel nicht das schon von mir erwartet hat. Ja, wir kommen wieder ran, alles gut. Oh, ist noch vorbei. Könntest du mal aufhören, Schlangenlinie zu fahren, Junge? Trink weniger. Darf ich mal, Jungs? Viel zu schnell. Das geht auf jeden Fall nicht gut, wenn ich das durchziehe. Ah! Hindurch, sorry. Ah, Mauer, Bäume. Ah, fuck it. Ja, hat ja gut funktioniert. Ich finde das so geil, ich kann hier einen Anhub, wenn du im Weg bist. Ich feier das so. Meine Kamera hat leicht links drei, Rechtshänger. Oh, minimal. Ja, minimal Rechtshänger. Aber weg schon wieder Bäume. Warum nur zwei Stück irgendwo stehen? Mitten auf dem Feld. 5 Kilometer neben der Strecke. Ich nehme die mit, das ist keine Sorge. Mit voller Bravour. Hallo, fick dich! Ja, läuft ja richtig cool das Rennen. Warum habt ihr eigentlich Helme auf? Ihr fahrt viel sicherer als ich. Wenn ich nur verwache, bin ich tot. Hier ist eigentlich aus, ihr habt mir den Kopf geschossen. Sorry, ein Fehler. Ja, ist ja gut berüchtigt, nicht so hier. Direkt ausrasten mit der Hupe. Ich bin gerade Sechster und ich komme einfach nicht voran, weil ich so scheiße fahre. Kannst du hier nicht geben. Come on. Podium muss wenigstens drin sein. Ja, genau, wir haben jetzt gerade die Hälfte des Rennens erst kommen. Das ist ein 4-Runden-Rennen. Das ist eine arschlange Meisterschaft, die wir hier fahren müssen. Eine Sache, die ich von den alten Speed-Teilen nicht so geil für die alten Speed-Teilen habe, sind sehr lange Rennen und sehr ausdauernde Rennen und sehr lange Turniere. Das war aber alles ein bisschen lang. Yes, sir! Easy! Der Vorteil 2 habe ich ja Bäume mitgenommen. Boah, am laufenden Band. Holy shit! Boah, der One-Two-Beat, der fährt aber ganz flott da vorne, ey. Ja, damals war es normal, dass man so lange gerettet hat, ne? Damals hatte man auch mehr Zeit. Come on. Kein Fall an den Sub rein, Dankeschön.
Danke an Clever.com, willkommen im zweiten Monat. Dankeschön für den Resub. Nächster Tag waren 2 Java, ich glaube nicht. Ja, Marc, ich lese deine Sachen gleich noch vor. Also, nicht vergessen, ich will sehr viel Text für, ich kann mich wenig auf die Strecke konzentrieren. Ich wusste nicht, dass es 4 Runden rennen ist, das war nicht meine Absicht. Alter, es kann doch nicht so sein, dass er so kackschnell ist mit einem Z3. Oh fuck. Muss mal kurz rüber, sorry. Ich wäre gerade fast in die Mauer reingehämmert, aber auf volle Kanüle. Bisschen Schiss, dass er mich jetzt töten will. Ah ne, ah, okay, er hat Plätze verloren. Naja, tut mir leid. Hey, nicht der nächste Z3. So, letzte Runde. Da ist schon Spoiler dran. Okay, getunter Z3. Der hat schon eine kleine Spoilerlippe. Ich sehe schon. Okay. Wir sind schon mit Q-Notes hier unterwegs. Ich fahre noch Serie. Weil nur Serie hat Stil. Getunte Autos, diese Kriminellen. Schon wieder nur ein Licht. Ist wieder nur ein Licht an. Lukas Qualität, beide gehören aus. Entschuldigung. Keine Sorge, es wird im Effekt vielleicht noch passieren. Wir haben noch ein paar Rennen vor uns und ich repariere die Karre erst nach dem letzten Rennen. Also höchstwahrscheinlich, außer ich mache noch mehr Schaden, so wie diesen Lauf, dann sollte ich das zwischenzeitlich in Erwägung ziehen, weil sonst wird das Rennen lustig, weil ich überhaupt keine Geschwindigkeit mehr aufbaue. Ich würde das Deluxe-Update für Heat nicht nachträglich kaufen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es sich lohnen würde. Finde ich persönlich. Klar, du kriegst mehr Geld und Erfahrungspunkte, aber für einen 10er... Ah, ich weiß nicht, und die KS und die Karren sind ganz cool, aber brauchst halt nicht unbedingt. Finde ich jetzt. Aber muss ich ja selbst wissen. Ich will euch da nicht reinreden, welche Version ihr euch kauft. Ah, ich war schon wieder viel zu schnell durch die Kurve. Hallo, komm von der Wand weg, bitte. Beide Scheinwerfer gehen noch. Wie kann das technisch überhaupt möglich sein, Alter? Ich meine, ich habe das Ding jetzt mehrfachseitig eingeplankt. Meine ganze rechte Seite eiert. Verständlicherweise. Wir haben es gleich geschafft. Letzte Kurve. So, er ist drin geschafft. So, Marc, Supersport hat angerufen, die wollen ihr Fahrwerk sehen. Viel Spaß, können Sie mir mal ein TDU 2 Gameplay vorsehen. Wäre auch eine Idee. TDU 1 und TDU 2 gemoddetes Let's Play wäre sowieso geil. Wie gesagt, TDU 1 gibt es ja die Ultimate Edition, oder wie sie nochmal heißt, dieses Mod-Paket, dieses riesige. Das habe ich auf jeden Fall schon mal in Erwägung gezogen, weil es auf jeden Fall interessant wäre. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ah, gut, ich hätte mir gar kein Class A Auto holen können. Class B Restriction. Class B Restriction. So, nächste Rennen. Alles entspannte 4 Runden rennen. Voll kurz, nicht. Gut, ich starte jetzt von vorne. Test Server Limited. Aber das Ultimate gewinnt, ja. Ich meine nicht das Spiel, sondern ich meine den Mod. Platinum Mod, dankeschön. Ich spiele mal eine ganz schnelle Karte. Gut, liegt vielleicht daran, dass mein Auto halb auseinanderfällt mittlerweile schon, aber ich akzeptiere es nichts mehr zu reparieren. Der Wagen muss damit klarkommen, dass er sich selbst kaputt fährt. Wenn das Spiel mal schalten würde, meine Fresse, Alter, der vierte bei 3000 Drehungen halte ich für nicht sinnvoll. Wir kommen nicht aus dem Quark hier. Nicht schalten. Fick dich. Guter Adolf. Das sind gute, schöne Bauten. Aber hübsch. Ja, warum brauche ich meine Bock? Komm aber ran. Mit satten 150 Sachen. Ich kann mit diesen Geschwindigkeiten rausch gar nicht klar. Wow! Wir fahren Ruder Adolf jetzt falsch rum. Oder andersrum nicht. Niemand kann bestimmt, welche Richtung richtig rum ist. Es geht beide Richtung 80er Schild. Das hier komplett ignorieren. Beide Richtungen. Hier ist ein Pferd, was wir überfahren hätten. Okay, sympathisch. Komm schon, komm schon! Heißt doch Ballon, Hilfe! Hallo, Lenkung, nicht da rein! Aber immer noch eigentlich unsere Spiegel schon wieder ab oder sind die noch da? Ah, da sind sie noch. Unsere Spiegel sind noch da!
Da hinten rechts wird das Rad nicht richtig angezogen, ne? Ich sehe es auch so. Nicht so viele Sprünge, meine Fahrwerke sehe ich schon im Eimer. Ich will es nicht noch weiter zerstören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sorry! Hör auf zu hupen, ich fahre dir nochmal in die Karre, wenn es sein muss. Ey, bitte nicht. Alter, meine Karre. Fahrwerk und Lenkung ist auf jeden Fall schon mal richtig am Flieg kaputt bald. Richtig. Gut, dass gar nichts krass eiert. Nee, nee, die Reifen laufen ganz rund. So laufen Reifen halt. Bisschen kaputt. Oh, Alter, wie krass der Reifen eiert. Also ich glaube, bis zum letzten Rennen werden wir einmal zwischendrin reparieren müssen, weil wenn ich so weiterfahre, ist die Karre komplett kein Schrott im letzten Rennen. Wir werden das Rennen nicht gewinnen. Und wir wollen gewinnen, weil es gibt nicht gut Geld. Wir brauchen Knete. Um die Karre zu upgraden. Alter, der hängt so durch, ne? Um die Karre einmal zu upgraden, weil wir brauchen doch ein bisschen mehr Leistung. Können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob er zwischen der Meisterschaft upgraden kann, bin mir jetzt sicher. Uff, ist das gerade spannend. Junge, jetzt kommt doch mal ein bisschen aus dem Quark hier. Ist ja nicht normal. Headset sitzt heute auch irgendwie richtig hardcore scheiße. Oder tue ich mich? Das sitzt heute nicht so, wie es soll. Na, das klingt irgendwie nicht so ganz so geil. So, jetzt aber. Einmal kurz bis Aufbruch fahren, sehr gut. Hallo. Jetzt geht's. Nein, Scream, komm zurück. Wo ist er? Wie er eiskalt vorbeifährt, als der Tag auf der Tür. Ja, ist okay. Dann nehme ich die Lücke. Da hast du Lücke gelassen. Kannst du mir die Kamera wieder zumachen? Ah, neuer Spendenbalken. Jetzt, dass man über die Kappe ziehen kann, ja. Der Reifen eiert ein bisschen, alles gut. Die Wagenauswahl ist relativ begrenzt. Wir sind im Jahr 99. Wir haben, glaube ich, wie viele Autos? 10, 20? Sehr wenig eigentlich. Also bis damalige Jahr sind super viele. Ist okay. Sind ein paar Highlights drin, ein paar schöne Ferraris. Porsche. Ich hätte vielleicht bremsen sollen, aber. Danke, Jenny im Funway 96. Willkommen im 8. Monat mit Prime. Danke dir. Das ist ein quasi aktiv anpassender Sturz. Ja, das trifft ganz gut. Das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Aktiv anpassender Sturz. Was Ghost Games noch geplant hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, momentan update-technisch gibt es noch keine News. Da hängt die Karre durch. Wie könnt ihr mich nicht überholen, Jungs? Ich hab nur die Fahrer total Schaden hier an der Spitze. Alter, schalt doch, ey, dieses nicht selber zurückschalten. Jetzt im dritten, vierten Gang hier mit 3.500 Drehungen diesen Berg hier hochkraxeln, das ist ja der Wahnsinn, ey. Komm jetzt! Mach mal richtig hier, floppen. Ich weiß, was du meinst, Mythos. Wir brauchst das nicht schicken. Ich weiß, dass seine Strecken anscheinend irgendwo versteckt drin sind. Wie gesagt, solange Ghost Games nichts veröffentlicht hat, sage ich, ist mir das egal. Ich mache solche Rumor-Videos mit, oh, das könnte drin sein und dies und das, das mache ich nicht. Entweder es gibt News von Ghost Games oder ich halte mich bedeckt. Oder es ist ein relativ starkes Beweismittel. Wenn Strecken drin sind, das ist bei Payback auch so. Bei Payback gibt es dutzende Rennstrecken, die mit dem Mod noch freigeschaltet worden sind, die nicht drin sind. Und auch nicht mehr reinkam, also dementsprechend vorsichtig, will ich vorsichtig sein. Danke, Mopai, danke schön für dein 12-monatiges Resub für ein Jahr auch jetzt schon. Mein Gott, diese einige Leute, die jetzt echt ein ganzes Jahr haben, ne? Und halt muss ich auch nochmal Gifts da raus. Danke dir, danke schön. So, letzte Runde.
Achso, ja, mit was am Trickset, dann lad die netten beiden Herren doch auf unseren Discord ein. Ausruf seinen Discord, folgt mir auf, ihr kommt auf unser Discord. Da könnt ihr wunderschön auch über solche Sachen reden. Am einfachsten. Dafür ist er ja da. Um sich mit anderen Leuten auszutauschen. Teilt aus, los, hat euch jetzt mal. Ab geht's. Runde frei. Dann gucken wir jetzt mal gleich mal kurz nach Upgrades. Ich weiß nicht, ob Upgrades schon frei sind überhaupt. Persönlich gar nicht mal so safe sicher. Oh, Alter. Farbig ist mittlerweile so im Arsch, dass in der Kurvenfahrt das Funken schlägt in Linkskurven. Ja gut, ich würde behaupten, da schleift ein bisschen was. Ja, und Funkenflug. Wir kommen so tief, dass die Karosse auf den Boden kommt. Das spricht nicht für den Dämpfer. Oh, alles gut. Hat funktioniert ohne Schaden. Yay, ist drin geschafft. Werde ich mal drüber gucken lassen, wie das. So, Rennen 2 von 4 abgeschlossen. Warte, ich will mal kurz gucken. Ich meine, es gab noch ein Upgrade-Menü, oder? Nee, das war falsch. Schokolade. Garage. Wollte man upgraden? Da Upgrades, genau, gab's da. Wir repairen ihn gerade einfach mal kurz mal mittendrin. 1200, nett. Upgrades, genau. So. Ah, not available. Ah, okay. Upgrade 1 ist available, 5.2. Lower Suspension upgraded. Was haben wir denn da? Improved Road Grip and Handling. Weight Reduction, Level 3. Machen wir mal, komm, 5-2, mal LSK müssen upgraden, ja, oder? Oh, wir haben neue Felgen bekommen, Leute. Oh, geil. Und ein lackierte Actionstange, war die vorher lackiert? Ich glaube nicht, ne? Und mit dem Upgrade kommt auch direkt, man trägt einen Rennanzug. Ja, nice. Das ist doch schon mal geil, sieht doch schon mal direkt besser aus. Und wir können direkt mit 4000 Level 2 kaufen. Machen wir nicht, oder? Können wir Level 2 auch noch kaufen? Wir haben gerade das Geld dazu. Ich weiß nicht, ob wir unseren SLK gerade durchtun sollten oder es einfach sein lassen sollten. Eigentlich habe ich Bock drauf. Kauf Level 2, ja gut, mach das. Jawohl, mach, okay. Gekauft. Oh, wir haben eine Spoilerlippe bekommen, geil. Dann hatte der eine der 3 schon Tuning-Stufe 2 drauf, der Arsch. Wie assi ist der denn? Ja geil. Die Karre dürfte jetzt ein bisschen sportlicher gehen. Okay, es gibt auch nur noch eine Stufe. Mit 6000 können wir die machen. Wisst ihr was? Nach dem Rennen, nächste Rennen, tunen wir auf Stufe 4, auf Stufe 3 direkt. Wir machen unser SDK direkt vollkommen gib ihm. Nächstes Rennen, obwohl nach nächsten Rennen haben wir nicht gut Cash, ne? Kriegen wir pro Rennen überhaupt was? Ne, pro Rennen kriegen wir nichts. Okay, wir müssen jetzt beide Rennen noch durchfahren, dann gibt's Stufe 3 Tuning. Aber jetzt sind wir zumindest mal auf dem Level der Gegner, weil der eine Z3 hat auf jeden Fall schon Stufe 2 drauf, weil er hat den Spoiler drauf. Sehr nice. Das meine ich ja, das Spiel hat indirekt Tuning. Ich möchte es nur betonen, im Jahr 1999. Das war schon eine große Sache damals. Ich weiß nicht, ob schon wieder besser ist. Jeder hat nämlich auch einen Rennanzug an. Und ein Spoiler! Der meint's ernst. Weil nur wer einen Rennanzug an hat, hat die Tüte Karre im Spiel. Alles andere fährt Serie. Und den Speed haben wir auf jeden Fall. Oh, eine bessere Kurvenlage auch. Wow, 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 wow. Danke, Jungs, danke! Ja, okay, sympathisch. Die Karre sieht komplett scheiße aus, aber an sich haben wir nicht so viel Schaden bekommen, wie das Spiel uns simulieren möchte, optisch. Aber wir haben jetzt mal Geschwindigkeit. Wow, wir haben jetzt endlich mal Geschwindigkeit. Hätte ich direkt früher schon machen sollen, das wäre jetzt direkt ganz angenehm. Direkt mehr Geschwindigkeitsgefühl. Hat sich noch was geändert? Nee, oder? Nee, alles beim Alten. Spiegel sind ab, nice. Also ein bisschen zügiger geworden. Gefühl ist gut. Ah ja, die haben alle Upgrades dran, das siehst du an den Felgen. Ja. Die Tuner. Wir müssen also auch erst aufs illegale Gewässer wechseln, damit wir auch die Chance haben. Aber mit 6000 können wir schon Stufe 3 Kit machen. Machen wir auf jeden Fall dran.
Ich weiß nicht, ob ich das Geld für ein Auto sparen sollte, aber machen wir es einfach mal nicht. Wir werden das Spiel hier eh nicht im Stream komplett durch jetzt playen. Also wir werden jetzt heute, wie gesagt, heute gibt es einen schönen infizierten Stream. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und das war's aber. Wir werden nicht komplett Let's Play machen. Da haben wir das Spiel dann doch leider Gameplay-technisch ein bisschen zu lange hartig, um euch das Unterhalten rüberzubringen. Na, direkt erstmal alle wieder überholt. So muss das laufen. Okay, oder die Karre direkt wieder wegwerfen, wäre auch eine Idee. Die illegalen Thunfische. Ich kenne sie nicht. Die Polizei wird gut, ja, da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Also im Sinne von hier im Spiel, nicht echt. Wollen wir die jetzt abhängen? Wollen wir hier? Oh, warum ein bisschen mehr Leistung in der Kiste? Ein bisschen mehr Bums in der Bude. Das war ganz gut. Grete Thunfisch. Genau. Wer kennt sie nicht? Sympathische Dame. Und Grüße an alle, die neu eingeschaltet haben. Willkommen hier in diesem kleinen Need for Speed Classic Stream. Heute mal eine kleinere Runde. Nicht so viele Leute haben eingeschaltet, aber ist auch ein älteres Need for Speed. Ich weiß, viele meiner Zuschauer kennen das noch nicht mal. Oder kennen es halt gar nicht. Was ja auch nicht viel vorzuwerfen ist. Als das Spiel rauskam, war ich immerhin gerade mal 5, also dementsprechend. Jetzt bin ich ein alter Sack, aber naja. Need for Speed 3 hieß, Need for Speed 4 hieß je nach Land anders unterschiedlich. Es gibt halt bei Twitch leider keine Kategorie brennender Asphalt, deswegen musst du den englischen Titel vom Spiel nehmen. Ja, leider waren High Stakes ist. Hohe Einsätze, glaube ich, war das der ein, ich glaube der Name. Ich muss auch sagen, das deutsche Auto, wirklich das deutsche Cover einfach ein SLK drauf. Du hast Ferraris drin, Porsche drin, McLaren drin und nicht so, wir nehmen den SLK. So haben wir da so, bitte was, warum? Also, wie kann man denn zu der CLK GTS drin, warum hat man den denn nicht genommen? Warum den SLK? Vor allem den echten, serienmäßigen. Mit dem Deutschland-Kennzeichen. Also ich meine, es ist so viel schief gelaufen beim Cover-Design. Nichts gegen SLK, aber ich meine, man kann auch noch andere Autos irgendwie aufs Cover ballern für das Spiel. Weil das andere Cover, das es gibt, ist mit dem Turbo und einem Ferrari. Also das ist schön. Dankeschön an Bimmer, dankeschön für den 7 Monate mit dem Stufe 3 Abo sogar. Danke dir, mein Bester, dankeschön. Ich betone, die Karre war vor dem Event wieder heile. Hat ja nicht so lange gehalten. So, letzte Runde. Aufhängen wir kurz wieder bumsen, sehr gut. Vielleicht will ich nur Geld haben, wenn wir das Stufe 3 Kit dran packen können. Danke an Kira, Kira, danke schön für deinen Prime Sub. Willkommen bei Noobs, viel Spaß mit den Emotes, danke dir. Finde ich ganz cool, dass jetzt zur Weihnachtszeit halt, wenn Leute subscriben, dass dann Emotes an die Leute verschenkt werden. Das ist ganz cool, das finde ich eine coole Idee. Und wenn Leute subscriben an den Chat, andere Leute dann Emotes verschenkt werden. Das finde ich eine ganz geile Sache so heute zu Weihnachten. Die Idee finde ich cool von Twitch. Das könnt ihr gerne in Zukunft öfters machen, da bin ich dafür. Das finde ich gut. Und danke auch an RaceServer98, willkommen im 5. Monat mit Prime. Dankeschön für den Resub.
Ich sehe jetzt gerade, ist das Cover, weil das, ich sehe jetzt gerade das Kategorie-Cover von Need for Speed 3 hier bei, Need for Speed 4, von Twitch ist ja falsch, oder? Gab's ein Cover? Ne, das Cover gab's doch gar nicht, ne? Gab's das Cover mit dem Turbo und dem Murcielago? Ne, Murcielago gibt's doch gar nicht im Spiel, oder vertue ich mich, oder gibt's ein Murcielago? Warte mal. Haben wir jetzt Geld dafür bekommen? Ne, wir kriegen erst am Ende, okay. Aber es gibt kein Murcielago, oder? Mal gucken. Könnte ich jetzt mal da durchscrollen, wie sich das gehört? Hallo. Spiel. Ne, Diablo SV gibt's nämlich nur. Ja. Ah, LFS Remake steht auch drunter, okay. Gab's ein Remake von Need for Speed 3? Nein, gab's doch auch nicht von Need for Speed 4. Weil das Cover mit dem Auto, mit dem Murcielago ist von Need for Speed Hot Pursuit 2. Also das Cover an sich falsch und das ist ein Fancover, was die genommen haben. Dann ist es ein Fancover, das ist nicht mal ein offizielles Cover aus Twitch, nur super. Weil ich wollte schon sagen. Dann ist das Cover falsch auf jeden Fall. Dann haben sie das Cover falsch gewählt. Kurz mal einen Kumpel gerade antworten. Ja, kann man mal im Stream nehmen. Kurz mal vor dem letzten Rennen noch mal kurz ausruhen. So. Gut, was wird es noch so streamen? Heute spielen wir Need for Speed 4. Das machen wir heute, das ziehen wir schön durch. Und wie gesagt, Sonntag gucken wir mal, was dann kommt. Seht ihr ja dann. Weniger Einschalt. 150.000 kostet der Alter, wenn wir gerade überlegen, wie viel Geld wir gerade mal haben. So, letztes Rennen dieser Meisterschaft. Dann werden wir auf Stufe 3 upgraden. Oh ja, dann ist gelegen. Und neue Rennstrecke haben wir auch. Kinniac Park. Ich bin gespannt, wie lange wir heute kommen. Wie gesagt, das ist 9. Stream ich ungefähr. Das war die Strecke mit Zug. Gibt nämlich auch Strecken, wo Züge rüberfahren. Das ist super lustig. Also nicht, wenn du vom Zug erwischt bist, aber im anderen Fall ist es lustig, wenn andere vom Zug erwischt wird. Strecke war, glaube ich, echt nice. Ich kann mich auch erinnern, ne? Allein wegen dem Zug. Alleine wegen dem Zug. Dankeschön, toter Zocker. Willkommen bei Noobs. Danke für deinen Sub. Dankeschön. Viel Spaß mit meiner Fresse drauf. Mit meiner Fresse, die du jetzt im Chat spammen kannst. Vollgas. Ah, da ist der Zug hier sogar. Fährt er gerade. Der fährt nämlich random über die Map, das ist ganz geil. Damals als Kinder haben wir immer probiert, im Winter nach dem Leer zu fahren, in den Tunnel rein. Ging leider nicht. Aber ging das? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ging. Ich glaube nicht. Und hier waren noch Wölfe. Schöner Nationalpark, den man verpestet. Ach, ist das wunderhübsch hier. Da habe ich doch Spaß dran. Schön Nationalpark, meine Abgase reinballern. Sehr schön. Ich bin überlegen, nach diesem Turnier nicht das Knockout-Turnier zu machen, sondern erstmal das Pringslip-Rennen zu machen. Weil der Wagen ist ja maximal abgegradet gleich. Also eigentlich müssten wir es hinkriegen. Ich kann gleich mal gucken, ob ich es mache. Verdammt schneller Zug, oder? Der hat irgendeine verdammt krasse Abkürzung. Hier ist ein fahrender Zug, das gibt's bei Need for Speed nicht. Ich möchte es nur mal betonen. Da fahren keine Züge rum. Die Strecke ist aber echt nice. Die macht Laune, weil die relativ zügig ist. Eine relativ schnelle Strecke. Ich merke auch, dass Need for Speed 4 böse auf die Augen geht. Ich muss ein bisschen meine Augen kneifen, weil es ist halt nicht so knackenscharf, wie man es halt gewohnt ist mittlerweile. Ich habe halt 2019 die Augen mittlerweile, die sind ein bisschen mehr gewöhnt. Okay, ist doch nicht so, wenn er wieder zugefährt. Dann fährt er an der Stelle schon wieder. Aua, aua, aua. Dankeschön, Daniel. Danke für den Euro. Need for Speed, ja, ja. Ja, ja, Need for Speed.
wenn das Spiel jetzt mal wieder entscheiden würde, den Gang runterzuschalten, hätten wir auch sowas wie Leistung, aber ein vierter Gang ist auch voll in Ordnung. Alter, komm aus dem Quarkkarre, schalt doch! Bei neuen Liefers mit denen kannst du noch mit dem Gasstoß den ganzen ein bisschen nachhelfen, das geht mittlerweile nicht mehr. Ja, 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 ich fahre schon nicht auf die Schienen, beruhig dich. Die gute Chassis-Linie halt einfach der scheiß Bahnübergang ist. Das klingt nach einem sicheren Rennen. Ich glaube, es gibt keinen Gummiband-Effekt, wenn ich mich irre. Ich meine nicht. Wenn ich gerade schneller ist, bist du schneller. Ich meine es zumindest. Ich kann mich aber auch irren. Wenn ja, ist der Gummiband sehr, sehr leicht auch nur. Wenn er existent sein sollte. Oh shit! Zug wieder. Ah, er hat jetzt ein bisschen mehr Vorsprung. Oh, wieder aufgeholt, komm. Der Weltrekord liegt bei 7,5 Stunden. Krass, okay, so lange ist Need for Speed 4. Krass, scheiße. Das ist heftig, 7,5 Stunden ist krass viel. Also für damalige Spiele sind 7,5 Stunden echt viel. Wenn das der Weltrekord ist, ist das ja nicht normale Spielzeit. Holy fuck. Nee, nee, wir spielen so 3 Stunden, gucken mal, wie weit wir in der Zeit kommen. Aber das ist krass, okay. Ich hätte es jetzt nicht so lange erwartet. Also ich hätte jetzt dem Spiel, ich sag mal, seine 5 Stunden gegeben. Das ist schon viel für damals. Das ist für dich jetzt zumindest. So, letzte Runde. Vorsprung haben wir genügend. Gleich den SEK auf voll upgrade machen und dann fahren wir das Pinkstep-Rennen einfach schon mal. Boah, wir riskieren es einfach. Wir riskieren einfach. Ich muss auch mal riskieren können. Karre weg, Stream vorbei. Ich sehe schon kommen. Ich bin gespannt, ob ich die Karre gleich verliere. Wenn ich Scheiße baue, ja. Wenn ich nicht Scheiße baue, nicht. Wir werden es gerne einfach mal testen. Wir werden das Pinkstep-Rennen hier nach einfach fahren. Ich gucken wir mal. Jetzt haben wir einen Neustart. Ich will direkt von vorne anfangen. Natürlich ein bisschen kacke. Ein bisschen sehr. Aber sehen wir gleich. Wir sehen es gleich. Wir haben eine Stufe 3 Upgrade, das kann eigentlich nicht mehr so langsam. Verhältnismäßig. Das ist immer noch kein Rennwagen. So, wo ist denn der Zug? Ja, ist er noch wieder. Guten Tag. So, letzte Kurve noch und dann haben wir ein weiteres Turnier abgeschlossen. Oh fuck. Das war super dämlich. Scheiße. Ja, gut. Man kann auch in der letzten Kurve nochmal richtig hardcore verkacken. Und dann ist gut. So, jetzt bringen wir das nach Hause. Das machen wir vielleicht nicht nochmal so, das wäre ganz cool. Upgrade erst auf Stufe 4 ist empfehlenswert. Ah, okay. Können wir gleich mal gucken. Haben wir jetzt 15.000 bekommen. Papa hat jetzt ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohlen haben wir jetzt. So. Garage. Was kostet das nächste Upgrade? War glaube ich 6.000, ne? Wir sagen mal repairen, hoppala. Da. 1,7, Alter. Ich habe die Karre aber klump gefahren. Upgrade. Purchase. Uff. Oh, Rennstreifen. Geil. Ja, mehr Upgrade gibt's nicht. Also für den zumindest jetzt nicht. Wir wissen nämlich, wunderschöne Streifen machen Autos schneller.
Das ist einfach die Wahrheit. Autos sind schneller dadurch. Beschleunigen immer noch für die Tonne. Topspeed okay. Handling super gut. Bremsen top. Insgesamt für den Arsch. Ah, sehr schön. Wie hier in 23 PS zusätzlich. Das Ding hat jetzt Leistung, das glaubst du nicht. Für 10.000 Gewinn verkauft. Das klingt verhältnismäßig. An Teilen, die ich da reingejagt habe. Risk your car, win your rival's car. Von Open, B-Class. Dorfenkopf sind wir noch nicht gefahren. Das ist eine super gute Strecke, die ich nicht kenne. Ja, komm, ab geht's. Can I risk only car. Ach, ich muss ein neues Auto haben. Ach, fuck. Ich muss ein zweites Auto kaufen, damit ich. Das ist ja kacke. Kann ich überhaupt eins kaufen? Habe ich überhaupt fürs Geld überhaupt? Das ist doch scheiße. Ich will gestern das Knockout wirklich fahren. Ja, super. Das günstigste Auto kostet 20, ne? Okay, wir müssen 20.000 haben, um das Rennen fahren zu können. Aber ich muss erstmal Karre kaufen. Okay, wir müssen die Knockout-Rennserie fahren. Okay. Oh, das wird jetzt eine Weile dauern. Ah, zwei Runden nur. Okay. Ja, 3.500, ab geht's. Okay, dann müssen wir halt nochmal, müssen wir das erst reinkriegen. Schade, das wusste ich nicht. So. Okay, da haben wir eine Knockout-Rennserie noch. Ach stimmt, jedes Rennen fällt, stimmt, es war nicht ein Lap-Knockout, wo jede Runde eine rausfällt, sondern nach jedem Rennen ist ein Gegner weniger. Okay. So rum war das hier, stimmt ja. Na gut, so, wir haben jetzt die Stufe 4 Karre und Temmer den ersten SLK-Gegner mal voll in die. Ja, dankeschön, grüß dich. Okay. Also, wir fahren jetzt die Meisterschaft, kaufen uns einen billigen SLK als Zweitauto, fahren mit dem, das. Ja, werden wir so probieren. Und danach, wenn wir das andere Auto gewonnen haben, hoffentlich, verkaufen wir den anderen SLK wieder, weil ich brauche nicht zwei davon. Oder dann drei hier, dem, was wir auch nicht gewinnen. So. Mal wieder aufholen hier. Das Spiel so dritter, vierter Gang ist auch voll in Ordnung. Immer. Nicht. Vierter Gang ist nicht immer in Ordnung. Das Spiel der Weg kann also. Ja, dass jedes Rennen einen rausschmeißt, nicht jede Runde. Das klingt gut. Nachteil ist, man hat 5 Rennen. Aber na gut. Sind ja nur 2 Rundenrennen, also alles cool. Vollgas! Wir müssen ja nicht mehr Erster werden, ist ja scheißegal. Wir müssen hier nur jedes Rennen nicht Letzter werden. Alles gut. Ja, der wieder den vierten Gang auch beharrlich drin lässt, ne? Der hat keinen Bock auf den dritten Gang. Der kennt ihn nicht. Ich möchte diesen dritten Gang benutzen. Entweder ist das Getriebe im Arsch oder unser Fahrer ist einfach so inkompetent, den dritten Gang zu finden. Going ihn überholt. Guten Skill. Eine Menge Fantasie. Guten Tag, Game Tobi. Guten Tag. So, Runde 2. Gib ihm. Fliegen lassen. Wortwörtlich. Wie schön man aber Volkers Wiese hämmern kann. Sympathisch. Gar nicht viel extenden hier so oder so. Nö. Kann man Gott sei Dank überhaupt nicht. Das Spiel bremst einen in der Wiese, Gott sei Dank übelst ab nicht. Ich darf nicht so schnell in Kurven reinhämmern. Das Spiel hat konsequent keine Ahnung, was es dann mit dem Getriebe anstellen soll. Das merkst du nicht. Du kommst in die Kurve schnell rein und so. Und das Spiel ist so scheiße, er ist langsamer geworden. Langsamer, was sollte das Getriebe nochmal? Was macht nochmal ein Auto, wenn es langsamer. Was war nochmal? Nee, ich habe keine Ahnung, was war. Nee, keine Ahnung. Irgendwas passiert sich, wenn der Wagen langsamer wird. Irgendwas macht man dann, um die Geschwindigkeit besser anzupassen. Nee, aber ich weiß es einfach nicht, was. Man wirft mit Äpfeln um sich. Das könnte das. Nee, das war's auch nicht. Ich weiß, die Wagen in die Leitplanke. Oh ja, das war's.
Schön durch die Wiese hämmern. Nicht in die Wand hämmern. Schalt zurück, danke. World Revenge habe ich auf jeden Fall auch noch geplant. World Revenge ist nämlich eines meiner Lieblings-Rennspiele überhaupt. Ja, aber kann man schalten? Ah, es geht sogar. Oh, es geht sogar während der Fahrt. Ach, krass. Ah, zurückschalten. Problem ist, zurückschalten ist neutral. Der schaltet nicht einen Gang runter. Ist ja schön. Und Huxpot Street hat noch einen Gips daraus. Danke dir. Dankeschön. Oh, shit. Sehr gut, geschafft. Alle schön ineinander hämmern, so muss das. Ja, eliminate. Okay, letzter Flieger wirklich raus. Ja, letzte fliegt gar wirklich raus. So, nächstes Rennen, Dolphin Cove. So, dann kennen wir die, dann kennen wir die Strecke zumindest schon mal fürs Pink Slip Rennen. So. Ui, au, an die Strecke erinnere ich mich. Okay. Die Namen sagen mir nie was, aber ich die Strecke dann sehe und dann da drauf bin, weiß ich genau, wo wir uns befinden. Ich weiß nicht, warum die Gegner gefühlt los sind, als hätten sie Allrad. Und das leicht als unfair empfinde. Bitte gehen Sie jetzt vor mir weg, Dankeschön. Hallo. Ah, verpiss dich jetzt, ey. Quasti. Geh zurück nach Clown Town. Ich wollte sagen, sei Clown zurück in Simpsons. Ich will die scheiß Stadt gerade hier ein. Springfield. Das Ziel ist so spannend, wenn du den Gegner wieder einholen musst. Ich halte das echt nicht mal für so einen dummen Grund. Im Jahre 1999 meine ich, war das sicher nur ein guter Grund, die KI kurz mal schnell werden zu lassen. Okay, jetzt sind die Gegner vorne, jetzt muss er wieder hoch. Auch wenn er Erster ist. Scheinwerfer gehen schon mal gar nicht mehr. Ich mag auch Weitsicht überhaupt nicht. Und mir ist wichtig, dass es immer ein Cabrio konsequent immer reinregnet. Deswegen fahre ich mit offenem Dach. Das wäre auch wichtig. Offenes Dach. Scheinwerfer kaputt, alles das Wichtigste, damit der Regen richtig Spaß macht. Ja, man muss sich ja gut vorbereiten für sowas. Ist ja wichtig. Ich will jetzt zurückschalten. Problem ist, zurückschalten endet im neutralen Gang. Au, au, au. Ich kann man abkürzen, ne? Kann man, sollte man nicht. Lassen wir besser sein in Zukunft. Junge, ist das eine lange Strecke. Holy shit, Alter. Ist ja nicht normal. Ja, das wird auf jeden Fall ein wunderschön kurzes Pixelbrennen werden. Ich hoffe, der Kollege meint es gut mit mir. Ah, oh, shit. Okay, ich habe gerade die Kritikkurve in der Geschwindigkeit. Einen kleinen Reminder. Nein, tue ich nicht. Merken. Okay, brauche ich mir nicht mehr merken. Obwohl, doch, soll ich mir das Pixelbrennen merken. Das ist gar auch nicht mal reinhämmer. Ah, scheiße, ey. Voll in die Seite gefallen, das Ding, ey. Kacke. Ja, klar, schreibt Qualität groß. Ja, Noben, das ist ja ein Namenwort. Das muss ja groß geschrieben werden. Grammatik ist mir wichtig, manchmal. Also, in Ausnahmefällen, wenn es dazu kommt, dass ich mich gut ausdrücken möchte, dann ist mir Grammatik wichtig. Ab und an. Manchmal. Okay, der Wagen stirbt gerade regelrecht. SNK ist wirklich so das uninspirierteste, langweiligste Auto, das man in diesem Spiel fahren kann. Der Z3 ist, glaube ich, nicht besser, aber die fahren sich beide halt wirklich, als würden sie gleich einschlafen. Wir fahren ja mit 160 eigentlich. Also in der Cockpit-Version fühlt sich das auch dynamisch an, glaube ich. Ja, fühlt sich wirklich. Also in der Cockpit-Version macht das Ganze ein bisschen krasser. Das Spiel wird direkt viel schneller, ne? Boah, Junge, schalt doch mal bitte. Bitte, Dankeschön. Gibt's ja nicht, ey.
Ja, ich darf hier vielleicht nur anfangen. Hast du, wenn du diesen komischen Fehler hast, mit dich synchronisieren von deinem Spielstand, dann einfach mal eine Zeit lang warten, wurde uns auch von den Ghost-Leuten gesagt. Kann passieren, lass den Server kurz spacken, dann einfach nach einer Zeit nochmal neu versuchen. Müsste dann eigentlich wieder gehen irgendwann. So, hey, wir sind abgehakt. Schon hübsch. So, dann waren es nur noch vier. Xer de Greens, nächstes. Immer schön weiterhasseln. Vielleicht kurz wiederholt. Sind ja nur drei Gegner, gleich noch zwei und dann gibt es ein Finale gegen einen alleine. Dann müssen wir natürlich alles gewinnen, weil das letzte Rennen müssen wir gewinnen. Die Rennen hier müssen wir nicht gewinnen, hier dürfen wir nur nicht letzter werden. Dann kriegen wir eine schöne Knete. Ich glaube, diesen zweiten SDK und den anderen zu verzocken. Stimmt, alle 4 Jahre danach kam Underground raus, stimmt. Ich nehme den und der Underground live liegen 4 Jahre. Als damals die Need for Speed-Teile noch wirklich jährlich rausgeflogen sind bis 2013, ne? Stimmt, bis 2013 kam Need for Speed-Teile noch jährlich. Aber danach hat sich auf 2 Jahre-Rhythmus gewechselt, was eine verdammt gute Entscheidung war, meiner Meinung nach. Um die Qualität ein wenig zu erhöhen und ein bisschen mehr Entwicklungszeit zu haben, weil ich finde, momentan, in der aktuellen Zeit, kannst du kein Spiel mehr im jährlichen Trip raushauen, außer du hast FIFA und sowas. Aber wenn du wirklich jedes Jahr ein neues Spiel wirklich richtig rausbringen willst, das Spiel muss ich ja neu erfinden jedes Jahr dann. Das kannst du nicht mehr machen. Also bei der aktuellen Konsolengeneration ist das nicht mehr machbar, weil du einfach so sehr auf Grafik achten musst und so viel alleine Zeit reinsteckst in jedes Automodell in einem Rund ran, dass du das jährlich gar nicht mehr schaffst, das Pendel. Deswegen ist es 2 Jahre-Rhythmus sehr, sehr gut und tut auch gut, dass sie es gemacht haben. Mich wundert überhaupt, dass sie so lange jährlich durchgezogen haben. Ich bin jetzt mal gespannt, was Forza macht. Die haben ja Forza Motorsport auch einmal jetzt jährlich ausgesetzt. Dieses Jahr kam ja auch keins. Und das ist ja schon ein 2-Jahres-Rhythmus. Und die haben jetzt noch ein Jahr ausgesetzt. Also Forza Motorsport ist ja dann ein 3-Jahres-Rhythmus fast. Also das kann ich spielen, aber meist so gut tun. Mehr Entwicklungszeit ist nie verkehrt. Da ist einfach viel mehr Zeit, um Features einzubauen, genug Umfang zu haben, das, was du drin hast, vernünftig umzusetzen, dass es nicht komplett Baustelle ist. Das ist ganz angenehm. Vergas. Das Stufe 3 Auto ist ganz gut, weil wir haben meistens eigentlich einen guten Überschuss gegenüber den Gegnern. Ja, so, das noch, dann noch 2 Rennen und dann können wir uns endlich um das Pink Slip kümmern. Meine Fresse, ey, die Rennen sind echt lang in dem Spiel. Holy shit. Und die sind ja jetzt nicht von Spannung gesegnet. Es ist ja nicht so, dass hier jeder Ecke irgendwas explodieren würde, irgendwas ausweichen müsste und sonst. Ich war hier entspannt beim Rennen und das war's. Gibt es eigentlich Rennen mit Gegenverkehr in Need for Speed 4? Also Need for Speed 2 gab es auf jeden Fall, bei 3 bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube auch. Gibt es bei 4 einen Gegenverkehr oder gibt es keinen? Ich weiß nicht, ob es Verkehr gibt, deswegen frage ich, wie gesagt, bei Need for Speed 2 gab es noch welchen. Und bei 3 glaube ich auch. Oder haben sie die Mark 4 leider entfernt? Ja, gibt es glaube ich später, okay. Okay. Dankeschön für den Hinweis. Dann freue ich mich schon drauf. Dann wirkt das Ganze ein bisschen belebter und ist noch ein bisschen actionreicher, weil du ein bisschen mehr aufpassen musst. Die erste Rennen ist zum Einfahren. Alter, wir sind jetzt schon ein paar Rennen gefahren, Junge. Wir sind noch ein bisschen einfahren. Ich spiele schon 1,5 Stunden. Oh, fuck. Ich dachte, ich komme vorbei. Nein, Alter. Fahr an dem Baum vorbei, so groß kann die Hitbox gar nicht sein. Junge, was haben die hier für Hitboxen, die Bäume? Holy shit. Ah, Liefesbeter hatte keine Karriere, stimmt. Erst mit 4 kam das wirklich rein, ne? 1, 2, 3 hat noch nicht keine richtigen Karrieremodus. Ja, bei Liefesbeter 2 kommt man ihn auch einschalten, dann hast du nur kaum Gegner. Ich glaube, du hast einen Gegner oder 2 Gegner, glaube ich, wenn du Gegenverkehr anhattest. Mehr ging leider damals nicht. So, da waren es nur noch 2 Gegner. Unsere Karre, die langsam aber sicher den Bach runtergeht. Ich bin mal sehen, was kostet die Reparatur für die Kiste? 1000, komm, reparieren wir jetzt gerade sicher. Das haben wir mal von den letzten beiden Rennen. Sicher ist sicher.
Kinnear Park, weiter geht's. Wieder einmal wunderschön in den Nationalpark, mal wieder kurz ein bisschen die Tiere verpesten, die der Umwelt was Schlechtes tun. Na, ja, man kennt es, man. Nur was für die Umwelt tun. Nicht unbedingt gut, aber schlecht. So, Ferris und Krusty sind die letzten beiden. Diese Radkästen, so schön eckig. Mh. Komm, Ferris, mach dich vom Acker. Ein sehr einsames letztes Rennen werden, weil da werde ich sehr einsam fahren. Wie ich der ganzen Rennen aufhabe. Jetzt ein Gegner oder zwei Gegner, weiß ich, im größten Unterschied macht es auch nicht wirklich, muss man sagen. Oh, fuck. Ich würde mich auch freuen, wenn der Zug gleich mal kreuzen würde. Ich weiß gar nicht, ob der das macht. Kreuzt der Zug an der Stadt Ziel? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das macht. Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher, ob er das machen könnte. Ja, rot blinken tut es die ganze Zeit, dass wir da kommen. Aber ich war nicht mehr safe. Sicher, ob das wirklich passiert. Kann man vielleicht diesmal nicht wegschmeißen, sehr gut. Ich lerne aus meinen Fehlern, man merkt es. Ist gut. Oh, Manta Manta muss ich auch mal wieder gucken. Ey. Manta Manta ist so ein geiler Film, ich mag den echt gerne. Klar, der ist eigentlich Trash, aber irgendwie gucke ich den gerne. Ich finde den Manta von dem Hauptdarsteller auch sehr geil, muss ich sagen. Und der Schweiger, die Kiste. Ich finde den echt cool. Manta Manta oder Manta der Film? Heißt der nicht Manta Manta der Film? Ja, Manta der Film heißt er, ich weiß das. Gibt ja nicht zwei Sachen, aber tue ich mich da jetzt. Manta der Film und Manta Manta? Echt? Manta Manta, okay, dann mache ich Manta Manta mit Till Schweiger. Es gibt Manta der Film? Kenn ich gar nicht, noch nie gehört. Gibt zwei Teile? Okay, ich kenne nur Manta Manta, den Film Manta Manta mit Till Schweiger. Anderen kenne ich gar nicht. Aber jetzt zumindest nicht wissentlich. Ich wusste gar nicht, dass es Manta der Film noch gibt. Krass, okay. Okay, ich kenne nur Manta Manta. Andere sagt mir jetzt halt wirklich gar nichts. Muss ich wirklich sagen. Habe ich auch Schaden an der Karte bekommen, dieses Rennen? Bin ich mal wirklich schadensfrei durchgekommen? Ach, nur Aufhängung. 67. Boah, war echt mal ein gutes Rennen, ey. Ich hab mich mal gut gehalten. Snowy Ridge. Oh, ein Schneerennen. War ein Schneerennen in der Schneegegend. Okay, worum geht's in Manta der Film? So, Finale gegen einen Gegner. Ach du Scheiße, schön kurze Strecke auf jeden Fall. Mm. Das kann sich jetzt so Stunden haben, bis wir am Ziel sind. Muss ich mir mal anschauen. Wie gesagt, Manta der Film sagt mir gar nichts, Lustigkeit, dass es da noch einen gibt. Ich
Uff, das wird ein bisschen längeres Rennen. Ey, meine Fresse. Ja, aber klar, das langsam sich an den Berg hoch. Nicht der richtige Wagen, um den kompletten Mount Everest abzufahren, glaube ich. Das ist recht offen. Dass mir nicht arschkalt ist, ist ein Wunder. Oh, ja, genau. Okay, bitte nicht weiter spoilern, dann gucke ich mir den irgendwann mal an. Wenn ich mal wirklich wieder mal gar nichts zu tun habe, dann gucke ich mir Manta der Film an. Der Manta Manta mit Hilfe Schwäger ist super geil, den mag ich. Alter, yo! Genau. Aber bleib gut dran! Okay, die Schneedinger bremsen halt auch gar nicht aus, Gott sei Dank. Super. Ja, Schnee, 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 Wand, Wand, Wand. Ja, damit, als ich das erstmal gespielt habe, das Spiel hier so begeistert von dieser Umgebung. Oh, wie gut die Schnee darstellen und allem. Heutzutage denke ich mir so, ja, ist alles weiß, ganz schön viel Koks. Man merkt, mein Lebensumstand hat sich geändert. Bisschen. Letzte Runde. Und dann gibt es ein Pinkelbrennen, liebe Leute. Dann fahren wir mal wunderschön um ein anderes Auto. Mal gucken, ob wir es verkacken. So müssen wir erstmal gleich kurz ein SK kaufen, dann machen wir das. Also teilweise kannst du durch Schnee hier durchfahren, ne? Teilweise bremst du dich aber auch ultra ab. Das Problem ist, man erkennt keinen Unterschied, welcher Schnee das macht und welcher nicht. Bei manchen hat eine krasse Kante, die du einfach nicht erkennst. Das ist natürlich nicht Game Design technisch nicht unbedingt ein Meisterwerk. Lass mal Schnee packen. Den Schnee, der ist anders. Der Schnee, der ist auch anders. Aber wir sehen auch alle gleich aus. Das ist aber Schnee. Ja. Super. Macht es gar nicht schwierig, Gott sei Dank, überhaupt irgendwo durchzukommen und nicht alles auf den Korn zu nehmen. Aber Gott sei Dank fahren wir uns gerade ein bisschen Vorsprung raus, Alter. Alles easy. Alter, ja, genau der Schnee bremst sich wieder voll aus. Hier fahren wir auch nicht durch, der bremst sich auch aus. Das war gerade meine Frontscheibe und mein Seitenspiegel, den ich ja gerade rasiert habe. Hoppala. Naja, bald gehört der Wagen eh jemand anderes. Nein, Spaß. Bald verliere ich diesen Wagen, dann ist er weg und gehört nicht mehr uns, weil ich verkackt habe. Ist ja nicht gleich. Ich sehe es kommen. Pass nur auf. Ich gehe bei diesem wunderschönen Pinsel. Das Coole ist bei diesem Pinselrennen. Ich glaube, kann man die Rennen neu starten? Also während des Rennens, wenn man verkackt, noch entscheiden, neu zu starten? Ich glaube nicht, ne? Kann man die Rennen hier neu starten? Ne, man kann grundsätzlich keine Rennen neu starten. Das ist ja super gut. Aber es gab einen Replay-Modus. Also wenn du verkackt hast, hast du verkackt. Sehr gut. Ja gut, so. Sehr schön. Wie viel Geld gibt es jetzt dafür? 21.000. Ja, sehr gut. Dafür können wir das SDK kaufen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So. Dann müssen wir die Kabel kurz reparieren. Und ein SDK kaufen müssen wir noch. Upgrade Level gibt es nichts Höheres, ne? Nein, gibt es nichts Höheres. Aber wir können mal kurz den reparieren. So, dann kaufen wir uns einen wunderschönen weiteren SDK. Einfach nur, um ihn danach wieder verkaufen zu können. Weil ich verkaufe nur, damit wir das Rennen hier fahren dürfen. Dürfen nämlich sonst nicht. So, Purchase. Ja. So, kann ich auch wieder für 20 verkaufen oder ist jetzt nur 10 wert?
Ganz schön krasser Wertverfall, muss ich sagen. Junge, Junge. So, das ist unser anderer. Der ist schön. Mit dem fahren wir jetzt. So, mal hoffen, dass wir jetzt nicht unser Auto verlieren. Hoppla, guck mal. Skill Level Pro. Also kann man überhaupt schon eine andere Meisterschaft wählen? Nee, ne? Nee. Okay, gut, dann verzocken wir mal unsere Karre. Gut, ab geht's. Ich hoffe, ich verkack nicht. Eine Sekunde später werde ich einfach, der Kauf macht auch schon halb viel wert. Aha, ich habe ihn ab eine Stufe mehr getunt als er. Hat keine Rennstreifen. Der Profi erkennt das Tuning. Der Profi kriegt hoffentlich jetzt nicht auf die Fresse, dann haben wir nicht ein Problem. Geil, dass ich ein SLK gewinnen kann, dann habe ich drei SLKs. Das war immer mein Kindheitstraum, drei SLKs zu haben. Geil. Was könnte Schöneres geben? Ich wüsste es nicht. Warum ist er so schnell? Mach das nicht. Sollte den anderen Wagen auch nicht so kaputt. Muss ich den anderen reparieren, wenn ich ihn kaputt fahre? Ich weiß nicht, sonst riskiere ich, dass ich in die Karre Schrott fahre. Oh, jetzt habe ich mir schon die Seitenwand eingedrückt. Jo, alles eingedrückt, vergesst es. Ah, One to Beat möchte seinen Wagen abgeben. Okay, okay. Warum habe ich Einschusslöcher auf der Windschutzscheibe? Also im Bildschirm meine ich. Ich glaube, wir fahren die anderen Geschütze auf. Andere hätten überhaupt gerne ein Auto, ja. Ich komme so, ja, das ist meine Garage, das ist mein SLK, das ist mein SLK, das ist auch mein SLK. Ungetuned, Stufe 2 getuned, Stufe 3 getuned. Ja, man muss nur wissen, was man will. Kann ich gleich zwei SLKs verkaufen, geil. So macht man Geld. Warum habe ich jetzt diese komischen Macken auf dem Bild? Soll das lecker sein in der Windschutzscheibe, oder was soll das darstellen? Das Ganze auch nicht actionreicher. Muss ich sagen, also. Drecksflecken. Ja, so sieht Dreckflecken noch nicht aus. Sieht aus, wenn die Windschutzscheibe kaputt ist. Dass ich jetzt wüsste, wie. Aber wir bauen schön unsere Forschung raus. Wenn wir es auf Stufe 3 getuned haben, kann das auf jeden Fall überlegen, das ist sehr gut. Ja, nicht sehr gut. Oh fuck, 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 boah. Ich wollte sehr früh einlenken und ich habe das Ding gerade fast frontal gegen die Mauer gehämmert. Puh, das war knapp. Das war mehr als knapp. Jetzt eigentlich nur ein Auto zu gewinnen oder kriege ich auch Preisgeld? Das habe ich nicht genannt gefahren. Das wäre echt das Ende des Streams gewesen. Durch den Wagen hier verliert. Alter, würde ich wirklich sagen, okay, drauf geschissen, Ende des Streams, schönen Tag noch. Ich streame, denke ich, bis 9. Kann auch sein, dass du bis halb 9 streamst. Ich guck mal, wie lange ich jetzt noch Spaß mit dem Spiel habe. Need for Speed 4 ist jetzt kein Spiel, was ich 50 Stunden am Stück zocken kann. Weil dafür wird es dann leider doch ein bisschen zu dröge auf Dauer. Dafür ist die Abwechslung halt nicht groß genug. Come on! Ja, stimmt, ich mach keinen Plus. Nee, nee, richtig. Ich verkaufe alle anderen beiden, dann bin ich bei 20.000 Plus und habe jetzt 20.000 ausgegeben. Oh, ja, ja. Kannst du theoretisch auch einfach behalten, aber 3 SEKs sind jetzt nicht so sinnvoll. Du musst irgendwann auch mal zu fast wie das Tokio dürft. Ich denke erstmal nicht, ne, weil Emulator will ich eigentlich ungern nutzen, das ist noch ein bisschen Zickerei. So, komm ich nach Hause. Gibt es Singleplayer die Verfolgungsmission, Verfolgungsjagden? Also Polizeirennen gibt es die im Singleplayer, also im Meisterrennen? Könnte man da gleich mal reingucken, wenn es jetzt erkläre, nicht als nächstes gibt. Ich glaube nämlich nicht. Da habe ich nämlich gerade ein bisschen Bock drauf. Ein bisschen Böcke drauf. So, er ist auf Pixelbrennen gewonnen. Nice. Sehr schön, ein neues Kfz gewonnen. Wer ist ein anderes Auto gewonnen, das ist cool, aber leider ist ja noch ein SLK. Sehr gut, World Tour haben wir jetzt frei. Was gibt's denn da Schönes? Rennen, rennen, rennen. Pinkslip, was gibt's denn mit Pinkslip?
Oh, A-Klasse brauchen wir da, okay. A-Klasse brauchen wir da. Jetzt verkaufen wir jetzt mal unseren anderen SLKs alle. So, tschüss. Ich kann auch weg, tschüss. So, den reparieren wir mal ganz kurz. Brauchen wir für alle schon A-Klasse-Autos? Ich guck grad mal schnell. Ah, hier ist offen. Okay, hier kann ich aussuchen, wie ich lustig bin. Okay. Wie lange, wie viele Runden haben wir hier? 8 Runden rennen. Holy shit, Alter. Ihr seid ja vollkommen besoffen. Ach du Kacke, ihr seid lange rennen. Ach du Scheiße. Warte, geh mal kurz in Singleplayer gucken, ob es Kopfrennen gibt. Hopp ist gut. Oh ja, gibt es. Geil. Oh ja, gibt es. Getaway, Time Trap. Classic. Ah, und bei Optionen will ich die KI-Gegner, ne? Aus, ja, okay. Was nehmen wir denn mal? Diablo SV? Den hätte ich aber gerne in Gelb. Oh, da ist er doch. Perfekt. Ja, nehmen wir doch mal. Das nehmen wir doch mal. Bitteschön. Einmal zurück. Den nehmen wir. Ja, geil. Fahren wir auf. Wir haben schön Verfolgungsjagd. Da hab ich Bock drauf. Green Sandstraße. Was fahren wir denn mal? Keine Greens, fahren wir mal 4 Runden. Ja, gucken wir mal. Fahren wir mal, hopp bis hier und fahren wir mit Polizei mal. Gucken wir mal. Schauen wir nochmal, ob das gut geht. Wir streamen mal so bis 8:30 heute mal. Wie gesagt, Sonntag streamen wir wieder. Gucken wir, was es angeht. Gucken wir mal. Okay, nur ein Gegner und ich darf 5 Mal nur erwischt werden. Gut, schauen wir mal, Polizei rennen. Für das Cockpit. Oh shit! Mal rein. Klar, komm auf die Kiste jetzt. Oh, Polizeiradar schlägt auf. Und er spielt das Spiel ab, ne? Richtig? Ist abgeschmiert? Ja! Ich glaube, es ist abgeschmiert, oder? Oder irgendwas anderes ist passiert. Warte mal. Ah, Cop Band of Speech did not get loaded. Ach, guck mal an, der kann die scheiß Sprache von den Polizisten nicht reinladen. Das ist kacke. Das ist jetzt schlecht. Also können wir keine Verfolgungsjagd machen, weil er die Sprache nicht laden kann. Das ist ja doof. Also ich guck mal kurz, ob man das fixen kann. Ich schaue mal kurz. Warte mal. Das wäre ja schon geil, wenn wir das trotzdem spielen könnten. Der kann den Kopfchat nicht laden. Das ist natürlich kacke. Dann gucken, wie er das hingekriegt hat, ob er das irgendwie hinkriegt. Ha, ich hätte nämlich gerne die Sprache, aber irgendwie die Voice Command fehlt hat, die Datei fehlt hat und die kriegt gar nicht geladen. Das ist kacke, ich finde gerade keine Lösung dafür. Das wäre schade, weil ich würde gerne die Folgensjagd eigentlich mal machen, weil das ist schon ein geiles Feature eigentlich des Spiels. So, ich guck mal kurz nochmal in die Datei rein. Er hat ja Gott sei Dank macht er sich eine Datei deswegen. Audio, wo haben wir das denn? Speech. Ah, fuck, okay. Das Problem ist, das Spiel ist auf Englisch. Und der versucht höchstwahrscheinlich einen deutschen Text, weil ich habe jetzt deutsches Spiel, aber das Tool, um das Spiel zum Laufen zu kriegen, ist auf Englisch. Heißt, meine Speech ist halt auf German. Ich müsste gucken, ob ich die englische Sprachausgabe irgendwo finde für das Spiel. Weil wenn ich die finde, dann geht's nämlich. Ich habe nämlich keine englische Sprache, deswegen kriegt das höchstwahrscheinlich nicht geladen. Würde ich behaupten, weil Cop Manta ist nämlich drin, soweit ich das sehe, oder? Cop Zero, ich guck mal kurz, ob es da ist. AMFC. Es dürfte da sein auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kriege das jetzt nicht so schnell gefixt, wie mir lieb wäre. Glaube ich. Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwo gerade auftreiben kann, die Sprachdateien dafür.
Ich gucke gerade mal, ob ich da helfen kann. Cheats nicht. Sorry dafür. Gucken wir mal. Ja, komplett Tontaulon will ich es nicht. Ja, fuck, ich brauche die englische Version für die Kacke. Das ist doof. Ja, super. Meine deutsche Sprachausgabe macht Probleme damit. Das ist doof. Ich guck mal, ob ich da irgendwas finden kann. Ja, das gibt, glaube ich, keinen, weil, wie gesagt, die Versionen sich in die Quere kommen, weil mein Spiel deutsch ist, das Spiel, der Patch aber englisch ist und deswegen möchte der englische Dateien abspielen, die er natürlich nicht findet. Leider Gottes. Leider Gottes. Dann tut mir das gerade sehr leid. Deswegen würde ich sagen, ich gucke gerade mal, wie gesagt, ich gucke mal, habe ich das noch drauf? Ich schaue mal gerade was. Ja, Platinum habe ich drauf. Wer hätte Bock, dass wir am Sonntag TDU Platinum spielen? Also TDU Tester Unlimited Platinum. Wer hätte der Bock drauf? Dann würde ich das Sonntag streamen. Dann machen wir das Sonntag auf einen spannenden Abend. Das war Nachmittag um 14 Uhr. Das wäre so meine Idee, weil dann würde ich für heute erstmal hier Schluss machen. Das ist heute ein bisschen kürzerer Stream, aber wie gesagt, alte Spiele ist echt eine Sickerei. Und ich habe an sich gameplay-technisch das meiste gezeigt, weil die ganzen Polizeisachen, die das Spiel leider auch ausmachen, kann ich euch leider aufgrund der Inkompatibilität nicht zeigen. Deswegen könnten wir sehr gerne TDU, wenn ihr wollt, am Sonntag spielen, die Platinum Edition, das komplette Mods-Sammelsorium, da gibt es ultra viele Autos. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen uns mit ausleben, würde ich behaupten. Ich hoffe, ja, da hätte ich Bock drauf, wär gut, ne? Deswegen würde ich sagen, bin ich aber heute raus, weil, wie gesagt, ich kriege jetzt nichts mehr, ich kann jetzt nicht noch mehr vom Spiel zeigen, es gibt nicht mehr zu zeigen. Weil das, was ich noch zeigen wollte, funktioniert halt jetzt nicht, das ist das Doofe. Tut mir ein bisschen leid, wie gesagt. Wir sehen uns dann aber am Sonntag wieder um 14 Uhr hier auf Twitch. Spielen TDU Platinum. Da gibt es auch wieder einen schönen 3-Stunden-Stream, wie sich das gehört, natürlich, wenn ihr darauf Bock habt. Und ich würde sagen, ich bin damit raus. Ich danke euch trotzdem fürs Einschalten. Sorry, dass heute ein bisschen Chaos durcheinander war. Alte Spiele, ihr kennt das, ne? Trotzdem danke für den Support heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und was sagst du zur Ansage von Ray gegen dich? Welche Ansage? Da muss ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Welche Ansage von Ray gegen mich? Nur, dass ich gerade mal kurz Bescheid weiß, weil ich wüsste gerade von nichts. Weil eigentlich, wenn wir irgendwas haben, sprechen wir uns eigentlich so aus. Ich glaube nicht, dass da irgendwas in Videoform von ihm wäre. Nur, dass ich mal kurz Bescheid weiß. Spaß bei euch, ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, weil eigentlich verstehe ich mich mit Ray gut und normale Sachen würde man ja privat sprechen. Gut, egal, ich dachte schon, da wäre irgendwas, was ich nicht mitbekommen hätte. Gut, ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ja, um TDU 1 Platinum zu spielen. Bis dann, tschüss.